Guten Abend. Ah, man sieht mich nicht. Hallo. Guten Abend, liebe Leute. Wie geht's euch? Ich bin wieder da. Ihr seid wieder da. Es ist alles so, wie es sein soll. Wir schauen uns Age of Empires an. Es geht weiter mit einem Match, das gestern auch gespielt wurde, wo ich nicht mehr dazu kam, das im Endeffekt dann noch zu casten. Weswegen wir das jetzt nachholen. Es ist Sir Mattis gegen Old Fish Mask. Die beiden hatten schon angefangen zu spielen und dann gab es technische Probleme. Momentaner Stand ist 1:1. Wir schauen es uns einfach mal an. Hier steht auch schon im Silberbracket drin. Man sucht den Gegner von Jonathan. Es steht momentan 1:1. Hey Quapp, servus, hajo, hallo, hallo, hajo, genau. Ja, es wurde Golden Pit und Arena gepickt. Old Fish Mask hat das erste Spiel auf Golden Pit abgeben müssen, sich dann Arena geschnappt. Jetzt ist Sir Mattis dran und wird wahrscheinlich eine seiner beiden Home Maps picken. Ja, das ist nochmal der Draft für alle zu sehen. Oh, jetzt habe ich noch gar nicht die Spiele überhaupt reingeladen. Das sollte ich natürlich noch kurz nachholen. Uno momento. So. Wir machen das kurz ein bisschen offscreen. Spiel Nummer 5. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 3. Ich weiß gar nicht, ob es 5 Spiele gibt, aber die Leute laden immer 5 Spiele hoch, deswegen Fragezeichen natürlich immer, ob das wirklich so am Start ist, wie es ist. Ja, wir schauen uns nochmal den Draft an. Wir werden wahrscheinlich eine offenere Map sehen. Kolosseum oder was war es? Arabien sind im Spiel. Mattis, einer, der viel Bogenschützen spielt. Old Fish Mask, variabel, auch oft mit Bogenschützen, aber auch viel Fast Castle-Geschichten dabei. Hat Römer mit im Sith-Pool. Das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Er sticht ein bisschen heraus für das, was man sonst von ihm bewohnt ist. Genau, genau das wollte ich alles sagen. Ja, wir schauen mal, was es wird. Ich muss auch kurz schauen. Da ist es, ist tatsächlich Kolosseum. Und wir gehen dann einfach direkt mal ab ins Match. Es sind die Byzantiner gegen die Äthiopier. Und damit sehen wir hier relativ archerlastiges Play vielleicht? Fragezeichen. Und Fischmask in blau, Mattis in rot. Und wir spulen so ein bisschen durch die dunkle Zeit durch. Und Fischmask scoutet seine Base, die ultra schlecht ist, was Gold angeht, ne? Alles nach vorne gelegen. Auf der anderen Seite sieht es aber nicht anders aus. Also gefühlt alles Gold der Map ist hier Richtung Mitte. Also das ist eine sehr, sehr aggressive Geschichte, auf die man da dann trifft. Ja, mal gucken, wie die beiden die Map so spielen und unter Kontrolle kriegen. Idle Time ist ungefähr gleich auf beiden Seiten. Zweiter Bohr kommt bei Old Fish Mask rein. Findet hier auch gerade nochmal weitere Schäfchen. Und hat fast einen Geier Rip kassiert. Das war eine enge Kiste. Auf der anderen Seite ist der zweite Elefant noch. Oh, alle Elefanten stehen noch rum. Also Mattis hier vergleichsweise spät mit seinen Elefanten, wie er sie holt. Das ist ja auch der, hier der erste Elefant erst gewesen. Jetzt kommt der zweite rein. Okay. Ah! Danke, Quapp. Moment, ich mache mal hier eher alles richtig. Es steht 1:1. Das hier ist Achtelfinale Silber. Und jetzt ist alles korrekt. Danke, Quapp. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir es auch richtig hier. Old Fish Mask bekommt noch sein Bild. Mattis hatte, glaube ich, keins. Sir Mattis aus irgendeinem Grund. Nee, hat keins. Gut. Vielen Dank dir. Hier gerade die Ultra-Lane-Möglichkeit theoretisch gewesen, alle Schafe kurz wegzuschlachten. Hier wird auch aggressiv gegangen. Kriegt man dann tatsächlich einen Villager? Nee. Aber natürlich unangenehm. Old Fish Mask trotz allem am Ende nicht beeindruckt. Mattis mit der größeren Idle Time.
hier in der Dark Age. Basemäßig alles noch sehr, sehr offen bei beiden. Da ist noch nicht groß gewollt. Hier ist ein Haus geplant, aber noch nicht angefangen worden. Könnte dazu führen, dass der gute Old Fishmask demnächst Haus ist, aber der will hochklicken. Hat hier ein bisschen geeilt und hier Long Range die Zebras. Na, Haus muss trotzdem irgendwann gebaut werden. Macht er jetzt auch. Und mal gucken, was er spielt im Endeffekt. Bei Mattis sieht es ganz klar nach Archer Play aus. Das ist eine sehr, sehr weite Wall, die hier gezogen wird von Old Fishmask. Kann natürlich gut funktionieren, ne? Wenn man nicht gestresst wird und dann daheim sein Ding durchziehen darf. Aber auf so einer Map wie Colosseum ist das schwierig, da die doch sehr aggressiv ist. Mattis baut hier auch schon seine Kaserne sehr, sehr aggressiv. Also da wird direkt hier auch wieder angegangen von Mattis. Guten Abend, Frau Tolle Wolle, oder wie andere sagen würden, Old Fishmask. Wir schauen uns endlich eure Spiele an. Und es ist Scout Rush von Old Fishmask auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden es die Archer sein von Mattis. Und Old Fishmask ist schon fast fertig geworden. Also der macht das hier sehr, sehr zuverlässig. Hinten ist aber noch offen, vorne auch. Muss schauen, dass er sein Gold nicht komplett auswallt. Drei Scouts sind da. Und jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer hier. Es passiert mir zu viel. Der Scout hier nervt. Also Mattis mit seinem Scout sehr aktiv hier ständig. Und Old Fishmask sucht seinen Gegner. Geht hier am Wald entlang. Weiß schon, dass hier Holzfällerlager theoretisch sind. Kriegt jetzt auch seine Schmiede hoch und bewegt jetzt seine Leute in Richtung Wood. Und das könnte sehr, sehr schmerzhaft werden, denn hier sind zwei Archer auf dem Feld, ja. Aber der Damage ist jetzt schon in der Woodline drin, hier hinten. Und Fishmask macht hier ganz viel richtig, außer dass sein Scout hier noch auf Stand Ground war. Nicht mitgekämpft hat. Kriegt hier vielleicht sogar Villager Kills. Sollte drin sein, theoretisch. Wenn die wirklich auch auf die richtigen Leute draufschlagen. Ja, da fällt der erste. Und damit haben wir hier einen Scout Rush mit, wie Quaps schon sagt, Arena-Gameplay hinten dran. Quasi. Also es ist, fühlt sich sehr Arena-lastig an. Der erste Scout stirbt. Die Archer kriegen auch Hits drauf. Der Scout Nummer 3 stirbt. Oh, nee, Nummer 2 stirbt auch. Aber es ist ganz schön viel Unruhe in der Base von Sir Mattis, der hier auch noch einen weiteren Villager verliert. Schönes Micro von Old Fishmask, der hier noch einen Scout rauszieht und weiter hier die Eco idelt. Auf der anderen Seite war er ganz lang idle selbst im TC, was natürlich auch ein Thema ist bei dieser ganzen Aggression. Zwei Kills gemacht, aber dafür 3 Minuten 48 Idle Time. Das ist natürlich dann viel sauberer von Mattis, der jetzt gar nicht wirklich hinten dran ist, so rein eco-technisch. Spannenderweise. Also so vom Gefühl her würde man sagen, wow, das ist richtig guter Damage und alles, aber drei Villager vorne, mehr Ressourcen gesammelt, also Old Fishmask mit Map-Control, hat jetzt keinen Stress daheim momentan, Mattis ist Haus, hatte lang keine Eco, aber alles in allem sieht es bei Old Fishmask daheim auch nicht arg viel besser aus. Er baut aber direkt die Archery-Range für die Plänkler. Das ist ein smarter Move, die würde demnächst ganz sicher brauchen. Gegen äthiopische Archer wirklich immer schwierig, da gut zu überleben, wenn zwei Archery-Ranges gespielt werden vor allem. Da muss man schon Upgrades auch auf die Plänkler eigentlich machen. Wir werden sehen, wie Sir Mattis das spielt. Was weiß denn Sir Mattis von der Base? Der weiß noch nicht, dass es komplett gewollt ist, kann sich es wahrscheinlich aber auch einigermaßen denken. Und Fishmask momentan auch noch nicht auf Gold. Das könnte auch noch interessant werden, wenn es Gold denied wird. Und hier seitlich ist momentan noch offen an der Stelle. Und der Weg wird aber nicht gewählt hier in Richtung Mühle, sondern hier wird erstmal Blacksmith angegangen. Mattis schaut sich an, was in der Base los ist. Und sieht jetzt auch, da ist noch offen. Und das hier
Oh, das kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Also, Old Fishmas hat gerade nicht wirklich was, um das hier zu kämpfen in irgendeiner Form. Und seine Woodline da hinten lebt extrem gefährlich. Mathis macht hier wahrscheinlich gerade gleich mal einen richtig guten Schaden. Ja, es stirbt mal wieder niemand. Typisch Archer. Wenn man da nicht hinterher rennt, wird es schwierig. Aber ihr seht, diese äthiopischen Archer, die schießen so viel und so schnell. Ja, und das ist das zweite Problem. Entweder Gold oder Wood könnte Thema sein. Warte, es geht jetzt unters TC. Das ist natürlich kein Fight, den er nehmen will. Geht auch erstmal raus. Jetzt ist aber auch bei Mathis die Zeit am Hochticken. Also die Idle Time ist extrem hoch. Oh, und dann kommt die nächste Gruppe von Mathis an. Das hier ist wildes Eco-Spiel und wildes Archer-Spiel. Also Mathis kann das hier, glaube ich, aufräumen. Da sind keine Upgrades drin auf den Plänklern. Und ich denke, er kann das hier gut kämpfen, wenn er reingeht. Bleibt aber erstmal draußen. Hat jetzt auch nochmal zwei Plänkler dazugebaut. Und ja, Old Fish Musk klickt in die nächste Zeit. Währenddessen, während Mathis relativ wenig Felder hat, kaum die Villager-Produktion aufrechterhalten kann eigentlich. Und hier definitiv mehr aus seinen Archery-Ranges rausproduzieren könnte. Wildes Spiel. Sehr, sehr wildes Spiel. Mathis guckt, was sonst noch so auf der Map los ist. Und findet hier jetzt natürlich auch, vielleicht mit bisschen Glück, aber er ist dahin unterwegs, einen sehr schmerzhaften Punkt für Old Fish Mask, der sofort reagiert. Aber dadurch auch natürlich den Weg in die Base aufmacht. Nochmal nachrepariert. Aber da ist man schnell drin. Uiuiui. Kann sich Old Fish Mask nochmal befreien. Mathis geht nicht rein. Könnte jetzt gerade ganz wichtigen Schaden an Gold oder auch an Holz machen. Und ich glaube, er müsste jetzt committen. Schöne Reaktion hier von Old Fish Mask. Snipe den Scout raus. Und jetzt kommen die Ritter. Hier ist noch offen. Mathis noch nicht zu. Und das kann mit Rittern immer mal eine sehr unangenehme Situation ergeben. Death Upgrade kommt. Auch Mathis ist auf dem Weg in die nächste Zeit, hat sich hochgekauft. Und merkt jetzt vielleicht auch, hätte ich schon längst fighten können hier. Warum renne ich eigentlich weg? Sollte jetzt aber eigentlich gegen den Ritter gehen und nicht gegen die Plänkler. Ja, und Old Fish Mask räumt es aber alles in allem ganz gut auf. Die Produktion von Mathis lief nicht durch. Und er wird hier tatsächlich ziemlich aufgeräumt von einem Ritter und fünf Plänklern. Also schön gespielt von Old Fish Mask, die Defensive. Mathis ist vielleicht ein Tick zu zögerlich. Und Old Fish Mask klickt da rein. Der Knight hier sieht so aus, als wäre er einfach auf dem Weg in die Base. Nee, der will hier einen... Wieso ist eigentlich der Sound doppelt? Das nervt mich schon. Ich hatte das doch eingestellt, dass das nicht doppelt ist. Optionen. Moment, ich muss das mal kurz hören. Mute und Focus Lost. Ja, es ist doch... Ich bin doch nicht in Age of Empires drin. Wieso habe ich denn die Age of Empires Sounds und alles immer doppelt? Das nervt voll. Jetzt ist, glaube ich, nur noch einfach. Ja. Oh, und Ritter ist hinten drin. War da noch offen? Oh ja, da ist noch offen. Und jetzt ist hier so ein 11... Ups, wieso mache ich eine doppelte Geschwindigkeit? Jetzt ist hier so ein 11 HP Knight hinten drin von Old Fish Mask, der richtig aufräumt. Unangenehmste Situation. Vor allem, wenn man es nicht merkt. Die Woodline stirbt und stirbt. Oh, krass. Der hat schon
der hat 15 Leute schon getötet hier. Für sie 8 Eco-Kills und sonst auch noch allerlei anderes Zeug. Also der da hinten, der räumt quasi im Alleingang hier die Eco von Mattis auf. Und Mattis merkt's nicht, dass da nach wie vor der Knight hinten drin ist. Vorne ist auch noch ein Plänkler, also der ist hinten beschäftigt, der Mattis. Uiuiuiui. Das wird hart. Das wird ein hartes Spiel für Mattis. Ich meine, momentan hat er noch genug Wood und kann auch den Siege Workshop vorne bauen und noch eine Mange, das stimmt. Aber dann wird es doch arg schwierig. Und bei den Knights, die hier rumstehen, ist natürlich sogar die Frage, kann er überhaupt den Siege Workshop bauen? Ah, sind halt doch Pikemen, ne? Ich glaube schon die richtige Entscheidung von Oldfish Mask, der mit den Byzantinern natürlich auch Ritter ohne Bloodlines hat, da nicht weiter All-In zu gehen. Also dieser Knight hier, der hat, wir schauen nochmal rein, was hat er denn alles gemacht? 24 Kills gemacht, 16 in der Eco, hat über 1000 Schaden ausgeteilt. Der war sein Geld wert. Also da kann man sich nicht beschweren. Der hat gemacht, wo was er soll. 21, oh, das ist so krass, ne? 21 Eco in der 29. Minute. Das hört sich nicht gut an. Auch Mattis kriegt hier die ersten Eco-Kills rein. Sehr, sehr schöne Eco-Verteidigung im ganzen Spiel hier, aber auch von Old Fish Mask, ne? Der war sehr unter Druck und der hat jetzt gerade eben die ersten zwei Eco-Kills gegen sich gekriegt. Ne, warte mal, eine ist noch hier gestorben, ne? Das war der zweite Eco-Kill. Muss man auch erstmal hinkriegen. Da ist eine Villagerin von Mattis. Die ist auf Suche. Haus wird abgerissen. Vielleicht geht dann der Ritter aufs Lumbercamp und entdeckt nochmal eine weitere Villagerin. Der wurde ja wahrscheinlich nicht aufs Haus geklickt. Und jetzt wird es aber vorne hier auch interessant. Mangel gegen Mangel. Und schöner Snipe von Old Fish Mask, der jetzt natürlich auch nochmal ein paar schöne Shots in die Pikes landen könnte. Der Knight mittlerweile auf 25 Kills erhöht. Und jetzt wird hier einquartiert und der Knight ist endlich Geschichte. Hat aber, also der hat, er war sein Geld wert, ja. Also das war, uiuiuiui, unangenehm für Mattis. Vielleicht jetzt hier noch ein Shot für Old Fish Mask. Ja, der Shot hat gesessen. Zweiter Shot könnte auch sitzen. Kommt da noch einer? Nee, dreht nicht um. GG kommt von Mattis rein. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch korrekt an der Stelle. Ein wildes Spiel. Beide mit offenem Visier haben sich nichts geschenkt. Aber dieser eine Knight von Old Fish Mask hat das Spiel im Alleingang hier quasi gerissen. Wenn man sich überlegt, der hat 25 Kills gemacht oder 26. Der hat quasi die Hälfte aller Kills, die Old Fish Mask in dem gesamten Spiel gemacht hat. Hat diese eine Knight gemacht. Siege nie allein lassen, schreibt Mobi. Ja, da kommt die Retourkutsche. Sehr schön. Ja, ekotechnisch, Mattis eigentlich immer noch ganz gut dabei tatsächlich, dafür, dass er nur noch die Hälfte an Militär hat, an Eco hatte, an Eco-Einheiten. Kann man nichts sagen, aber ja. Das ist tatsächlich schlichtweg sehr gut gespielt gewesen, von Old Fish Mask in der Verteidigung. Mattis so ein bisschen zu zögerlich gewesen, fand ich, im Vergleich. Das war so der Hauptunterschied, würde ich behaupten, dass eben der Mattis, der hätte ja Damage machen können mit seinen Archern, richtig, richtig viel. Und Fischmask hat immer wieder Wege gefunden, das zu denyen, beziehungsweise Mattis ist nicht komplett reingegangen. Byzantiner holen sich einen Win und Äthiopier verlieren das Spiel. Wir haben Kolosseum hinter uns gebracht und vermutlich wird Sir Mattis jetzt Arabien auspacken. Ja, wir schauen mal gleich,
was es ist. Refresh. Was haben wir? Old Fish Mask Arabien, genau. Wir sehen Perser von Old Fish Mask gegen Mongolen von Mattis. Also der Pick von Mattis ist Arabien und damit die Mongolen. Wir gehen auch hier auf zweifache Geschwindigkeit, schauen uns ein bisschen die Map an. Old Fish Mask mit einem Backgold, wenn er seine Base einigermaßen sinnig baut, würde ich sagen. Vorne das Gold, auch nicht direkt zum Gegner nach vorne, sondern ein bisschen seitlich, kann man schon mitarbeiten. Ja, ansonsten halt Arabien, ne, ist nicht so einfach. Vorne das Gold für Mattis, bisschen mehr in der Nähe von der Woodline, kann man vielleicht auch mit dem Walling besser arbeiten. Mir gefällt die Base von Mattis ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Auch mit dem Gold hinten drin und so, kann man mitarbeiten. Ja, schauen wir mal, was die beiden treiben. Ich lasse mal kurz hier den Scout verfolgen. Ich hoffe, der rennt nicht unter das TC. Ich muss mir mal kurz was zu trinken machen. Ich habe sehr Durst. Ah, der Scout ist stehen geblieben. Auch schön. Okay, allzu viel ist trotzdem nicht passiert. Old Fish Mask wieder mit den Long Range Deer. Ist so ein bisschen sein Markenzeichen geworden. Es ist auf jeden Fall besser, als sie gar nicht zu nehmen. Aber die hier sind schon ziemlich weit, muss man sagen. Ja, benutzt seinen Scout lieber zum Scouten unterm TC von Mattis. Was ist jetzt besser gelaufen? Wäre der Push besser gewesen? Oder ist es jetzt gut, dass er weiß, wo das TC ist? Naja. Kann man sicher darüber diskutieren. Auf der anderen Seite macht Mattis ähnliche Dinge. Und Old Fish Mask wieder mit den frühen Walls. Der baut sich hier wieder eine Map, die ja, durchaus geschlossen werden soll. Die defensiv wieder gut aufgestellt sein soll. Und ich schätze, wir werden hier wieder Scouts sehen. Hat ja im letzten Spiel auch gut funktioniert. Ja, sieht fast danach aus. Auf der anderen Seite ebenfalls Abklick von Mattis, der hier nicht auf Gold ist mit den Mongolen. Vermutlich also auch Scouts spielt. Und ja. Ah, jetzt geht er doch auf Gold. Was wird's denn jetzt? Kein militärisches Gebäude instant. Auf der anderen Seite sieht man den Stable. Mattis wieder aktiv mit seinem Scout. Hätte hier wahrscheinlich auch einen Kill mitnehmen können. Ist nicht drauf geblieben. Scouts werden eingequeued. Auf der anderen Seite noch keine Aktion von Mattis in Richtung Aggressivität. Hat der sein Deer eigentlich gepusht? Nee, das steht hier auch noch rum. Ja, ist auch eine blöde Position. Wenn man hier so angefangen hat zu wall, ne? Schwierig. Es kommt Stable. Oder es kommt ein Stable. Man, das hat, glaube ich, auch gerade gesehen, dass da Scouts kommen werden. Sehen wir auf der anderen Seite Pikes? Nein. Und, ja. Und Fish Mask wallt seine Base. Mir gefällt nicht, dass hier das Gold ausgewallt ist. Das könnte durchaus hier noch eingewallt werden. Ein Teil von der Woodline noch mitgenommen werden. Aber man hat ja hier das zweite Gold in der Base. Das ist schon auch irgendwie noch in Ordnung. Was allerdings echt problematisch sein könnte, ist für Mattis, dass er noch keinen Scout auf dem Feld hat. Und jetzt schon zwei Scouts in seiner Base stehen, die jetzt hier auch den ersten Kill sich schnappen können. Und die machen das auch. Gut. Da wird weggemicrode. Und hier wird einfach die nächste Villagerin angegangen.
Mattes kriegt wahrscheinlich den nächsten Scout auch hier. Hat jetzt noch einen zweiten Scout dabei. Ja, aber eine Villagerin segnet das Zeitliche. Ist das ein Hillfight? Schönes Micro hier von beiden. Wird knapp, aber Oldfish Mask gewinnt den Fight. Mattes macht währenddessen hinten dran zu. Das ist eine gute Idee. Ja, zwei Willkills für Oldfish Mask. Die Idle Time ist relativ gleich. Bedeutet, Oldfish Mask ist hier ziemlich vorne. Momentan. Und Mattes muss gucken, dass er seine Base weiter zukriegt. Diese Wall hier wäre natürlich hier schön gewesen, aber ich glaube, Mattes sieht es nicht, was hier passiert. Und Oldfish Mask schaut sich jetzt auch an, was hier passiert. Moment, so. Und der sieht, da ist zu, aber ist da hinten noch zu? Nein. Und er geht nochmal rein. Baut keine weiteren Scouts. Felder Eco ist noch bei 4, also Felderwirtschaft ist noch nicht so extrem ausgereift. Hier sind ganz viele Leute an Häusern. Hier wird der Scout, dem wird aggressiv begegnet. Und da passiert auch nicht mehr viel. Schöne Reaktion von Mattes, einfach mit allen Leuten drauf. So, und damit hat sich die erste Aggressionswelle erstmal beruhigt. Mattes hat noch Scouts in der Produktion und auf dem Feld. Und versucht vielleicht jetzt vorne nochmal Stress zu machen, während auf der anderen Seite Oldfish Mask ein ruhiges Leben hat. Bräuchte ein paar mehr Felder mit dem Holz, das er auf der hohen Kante hat. Durchaus möglich, da noch ein paar Felder zu machen. Die Häuser hier, ja genau, die hätte ich eher an so einer Wall gesehen. Macht jetzt auch. Und Oldfish Mask sammelt nochmal ein paar Scouts. Mal schauen, ob der nochmal reinkommt. Oder ob der da sich die Zähne ausbeißt an den Zahnstochern hier von Oldfish Mask. Double Bit X kommt rein. Auf der anderen Seite gar keine Upgrades bisher von Mattes. Der jetzt hier auch die schlaue Wall macht. Gefällt mir gut. Schön aufgepasst. Ja. Mattes sucht den Weg rein in die Base. Oldfish Mask schickt schon die Leute hin, die zum Housewalling bereit sind. Und ja, da passiert nicht viel, schätze ich mal. Da ist man aktiv. Scout wird rausgeschickt. Scout Spear wird rausgeschickt. Kriegt nochmal einen schönen Hit drauf. Und damit ist die Geschichte für Mattes auch erstmal abgefrühstückt. Und Oldfish Mask hier mit 37 Villager zu 26. Jetzt auch 27, 10 Villager vorne. Das ist natürlich schon eine ordentliche Kiste. Das ist natürlich auch viel Idle Time. Was dann Thema ist, das persische TC arbeitet schneller und dann hast du noch zwei Villager-Kills gemacht. Also das Spiel ist schon sehr, sehr eindeutig an der Stelle eigentlich für Oldfish Mask vorbereitet. Der muss es jetzt eigentlich gefühlt nur noch runterspielen, wenn er das gut macht. Sollte hier nicht mehr allzu viel schief gehen. Mal gucken, wie es läuft. Also der Matchball liegt bei Oldfish Mask. Markt von Mattes ist eine sehr, sehr starke Idee in so einer Situation. Mattes Eco ist auch ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Also der spielt es auch nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ja, aber es ist einfach mehr, was arbeitet. Auf der anderen Seite, da hat sich der gute Oldfish Mask schon eine super Position erarbeitet. Ja. Und ich denke, hier passiert jetzt momentan nicht mehr allzu viel. Speere warten auf Scouts, die vielleicht noch irgendwie Stress machen wollen. Mattes versucht vielleicht hier hinten nochmal. Klickt rein. Ja, da muss man natürlich weit laufen. Also könnte schon nochmal sein, dass hier nochmal ein paar Scouts einen Besuch abstatten in der Base. Bisher noch keine Reaktion. Jetzt kommt die Reaktion. Sollte auch knapp reichen, schätze ich mal. Ja, die Häuser kommen rechtzeitig und die Speere sind dann auch da. Also da passiert erstmal nichts. Gut aufgepasst von Oldfish Mask. Der frühere Abklick von Mattes ist nicht schlecht. Wird auch Oldfish Mask wahrscheinlich ein bisschen stutzig machen.
wie der denn so schnell noch oben sein kann. Auf der anderen Seite hat Ulfisch Mask ebenfalls hochgeklickt, hat noch Wheelbarrow reingemacht. Mattis ohne jegliche Eco-Upgrades, ohne jegliche Upgrades für Armee. Einfach nur in der nächsten Zeit jetzt. Hat natürlich, wie man sieht, hier deutlich weniger Ressourcen gesammelt. Und Ulfisch Mask schaut jetzt auch mal mit den Pikes vorne, was denn da so geht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Ulfisch Mask jetzt nochmal einen weiteren Stable dazu baut. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass er jetzt noch zwei TCs einfach baut und das Spiel ein bisschen boomlastiger angeht. Mal gucken. Arg weit weg sind sie nicht voneinander, was Castle Age Aggro angeht. Bei Mattis ist die Richtung in Richtung Archery Ranges zu gehen. Würde schätzen, dass es dann wohl Cuff Archers sind, die er spielen möchte. Hat auch 5 auf Gold, 2 im hinteren Holzfällerlager, 3 am Main Gold. Und da ist die Castle Age drin. Ein Stall reicht dem guten Old Fish Mask erstmal aus, um zu gucken, was denn so in der nächsten Zeit geht. Ich schätze mal, da wird auch gleich ein Ritter rausgebaut werden. Zweiter Stall kommt auch. Also doch die aggressivere Variante. Ah, aber auch ein TC. Ja, TC an der noch übrigen Woodline wird später gute Farmfläche. Trotz allem, so ein TC hier am Main Gold wäre natürlich auf Dauer auch eine schicke Sache. Ja. Und es kommen auf der einen Seite die Cuff Archer, auf der anderen Seite sind es Ritter. Und wenn die gut gemicrot sind und eine gewisse Anzahl erreichen, diese Cuff Archer, dann sind die auch gegen Ritter extrem gut. Momentan würde ich sagen, mit plus 2 drauf und so weiter, ist es noch sehr schwierig für Mattis hier dagegen zu halten. Fischmask mit einem dritten TC am Gold. Ja, und jetzt ist eigentlich die Frage, kann Mattis überhaupt... Naja, Mattis müsste jetzt eigentlich schon an Schaden vorwärts denken. Also kriegt er den überhaupt hin? Weil wenn Old Fish Mask hier einfach nur weiter boomt mit seinem jetzt schon 10 Villager Vorsprung, der wird nicht geringer werden. Und Mattis entscheidet sich dafür, Stein zu verkaufen, eine Universität zu bauen und wirklich auf Cuff Archer zu bleiben. Halte ich für die richtige Entscheidung in der Situation. Gut gemacht. Halte ich für den korrekten Gedankengang. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegt er genug raus aus den Archery Ranges, um hier wirklich irgendwas zu reißen? Ja, mit Ballistik noch obendrauf wäre das schon eine starke Kombination, eine starke Einheit hier. Ist da noch offen? Nee. Da ist ein Haus dahinter. Guten Abend, Olli. Schön, dass du reinschaltest. Ja, spannend. Also Mattis entscheidet sich hier eher dafür, die Wall noch mal zu vergrößern. Bleibt defensiv. Und Fischmask wird diese Einheiten noch nicht erblickt haben. Cuff Archer werden aber auch nicht durchproduziert. Auf der anderen Seite, die TCs stehen auch ein bisschen still von Old Fish Mask. Dafür wird aus den Stables rausgeballert und da ist auch noch Pikenier gebaut worden. Und, oh, man ist sogar schon in der Base drin. Da muss sich jetzt Old Fish Mattis drum kümmern. Denn, oh, auch der Gedanke hier von dem Kloster finde ich richtig gut, von Mattis. So, Ballistik ist drauf. Es ist aber auch plus 2 auf der anderen Seite drauf, also es muss jetzt der Hit and Run kommen. Ja, aber ihr seht, so Knights, die sind nicht unbehelligt von dem Schaden, der hier kommt. Und das macht ganz schön Spaß, mit denen immer weiter Hit and Run zu spielen.
Und mit Ballistik funktioniert das extrem gut, was hier passiert. Für Mattis, der hier die Armee zumindest einigermaßen cleart. Und auf der anderen Seite denkt sich Old Fishmask, ja, baue ich Plänkler. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sind natürlich sehr micro-intensiv, also falls Mattis jetzt mal wirklich hier in so Pikemen reinrennt, ohne aufzupassen und einen blöden Fight nimmt, sind die hier auch all ruckzuck tot. Beispiel sieht man jetzt. Oh je. Wieso sage ich solche Sachen? Ne? Die passieren dann auch automatisch auch. Müsste ich doch wissen. Ja, okay. Jetzt ist Mattis Armee natürlich extrem, extrem dezimiert worden. Und ja, die reiten jetzt im Kreis und reiten im Kreis, aber ist ein Wreck, ich weiß. Trotzdem fühlt es sich so an, als hätte ich gerade eine Alternativrealität aufgemacht. Schöner Markt hier von Mattis, aber mit einem Villager wird es knapp, den hochzukriegen. Ich glaube, der geht nicht hoch. Ja, wird durchbrochen. Mönch kommt, ja, schön. Eine Bekehrung kam auch rein, aber Mattis verliert extrem viel von seiner Armee und hat jetzt die Armee von Old Fishmask in seiner Base. Old Fishmask schwimmt in Ressourcen, ne? Also der hat 15 Villager in der Queue und hat noch 1500 Nahrung übrig. Der macht hier richtig viel Rambazamba. Und damit sieht es noch besser aus als zuvor für Old Fishmask, der hier in Spiel 3 nochmal richtig auflebt und richtig Gas gibt. Also das war schon sehr sauber runtergespielt hier. Scouts into Knights mit Persern. Guten Eco-Vorteil rausgearbeitet. Und es ist richtig viel Damage im Haus. 18 Kills und Old Fishmask holt sich hier das 3:1. Guten Tag, Herti. Hey, Herti. Na, alles gut? Hat er eventuell Mobi gespielt? Es fühlt sich so an, ne? Also Old Fishmask mit einer starken Serie insgesamt 1-0 hinten gelegen gegen Mattis und holt sich jetzt das 3:1. Ja, da kann man nicht meckern. Ich denke, da kann Old Fishmask zufrieden sein. Und Leute, es ist ja eine schöne Sache, die dabei dadurch entsteht. Wir schauen es uns mal genauer an. Dadurch, dass Old Fishmask hier jetzt 3:1 über Mattis triumphiert hat, kommt es zum Rematch zwischen Jonathan und Old Fishmask. Da hat Jonathan sicherlich noch eine Rechnung mit Old Fishmask offen. Das ist natürlich geil. Also das war schon eins der Spiele bisher im Legends Cup Nr. 2 und huiuiui. Ich glaube, da ist Feuer drin. Da ist Feuer drin. Revanche, Revanche, schreibt Jonathan. Da ist er direkt nämlich. Ja, die kriegt er. Die Revanche, oder die kriegt er. Ja, und Mattis, wir sehen es gleich, wenn die Tabelle sich abreagiert hat. Der sollte hier landen, schätzungsweise. Und trifft dann auf den Verlierer zwischen Hobitas und Zonky Bonky, wenn die gespielt haben. Aber erstmal ist hier Pause noch bis 12.05. Genau. Gut. Sehr schön. Ja gut, dann haben wir das doch direkt mal abgefrühstückt. Und können uns zum nächsten Draft begeben. Denn im Geheimen haben bereits der gute
Marty McFu schon mit, der hat schon gegen Schlauchnase gespielt. Und ja, Herdi, willst reinkommen? Sollen wir es zusammen casten? Hätte ich schon Bock drauf, ne? Wär schon gut. Deswegen, ich mach mal kurz hier den Titel richtig. Marty McFu versus Schlauchnase. Hertie kommt, yes. Geil. Und wir schauen uns mal den Draft der beiden an. Map Draft zwischen Marty McFu und Schlauchi ist folgendermaßen: Arabien und Golden Pit von Marty gewählt. Schlauchi hat Arena und Kopenhagen gewählt. Und Serengeti ist die neutrale Map. Spannend. Also, ich hätte Schlauchi gar nicht so unbedingt auf diesen Closed Maps erwartet, ehrlicherweise. Aber Marty mag die wahrscheinlich auch nicht so gern. Vielleicht gar keine schlechte Wahl. Ich bin gespannt, was bei den Bans dabei ist. Schlauchi spielt ja gern mal so mit Türken, so Fast-Imp-Geschichten. Spielt er offensichtlich nicht, weil Marty das weggebannt hat. Was ist noch sonst gebannt? Goten, Inka, Litauer, Polen, Vietnamesen, Maya, Portugiesen, Slawen, Azteken, Briten, Teutonen, Spanier. Okay. Und Schlauchi bannt Türken, Mongolen, Kumanen und Berber. So. Dadurch ergibt sich Ungarn, Italiener, Franken, Byzantiner, Bulgaren, Sarazenen für Marty und Perser, Bengalen, Böhmen, Hindustani, Chinesen, Hunnen für Schlauchi. Ja, beides sehr gute Drafts, muss man sagen. Bengalen-Pick wahrscheinlich für Kopenhagen, würde ich raten. Perser insgesamt halt stark. Vielleicht auch für Kopenhagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, funktioniert bei vielen Dingen, würde ich behaupten. Wir werden es einfach uns anschauen. Komm. Frau Tolle Wolle hat schon gespielt. Der hat gerade schon gespielt. Willst du gespoilert werden? Ja. Olli kennt das Ergebnis von Schlauchis Set schon. Okay. Also kannst du ja gern für dich behalten. Also, Old Fishmask hat 3-1 gewonnen. Ja, die Tabelle spinnt heute ziemlich rum, ehrlicherweise. Weiß nicht, was da los ist, aber hat sich durchgesetzt. Old Fishmask 3-1 gegen Sir Mattis. Gut, dann würde ich sagen, ich refreshe mal hier, habe das erste Spiel schon drin und würde dann an der Stelle auf Marty, auf Hertie warten, bei Sekunde 10 oder sowas. Hallo, hier ist Marty. Da ist Marty, hi, Marty, guten Tag. Hi. So, warte mal, jetzt haben wir Sekunde 10 und ja, wir sehen. Warte mal, das ist jetzt nicht mehr Achtelfinale, da muss ich was ändern, das ist ja schon Viertelfinale. Das Viertelfinale Silber zwischen Marty und Schlauchi. Ja, Ungarn gegen Hindustani ist das erste Matchup. Und oh, ich fühle da die Hindustani ein Stück mehr, aber ich bin auch ein Hindustani-Fan. Deswegen Ja. weiß ich nicht, ob das so aussagekräftig ist. Ich bin bei 1:38 schon da Bei im Game. 1,38. Gut, dann spule ich da mal kurz hin und dann können wir ab da zweifach machen. Eins 38, 1,38. So, 1,38. Und du bist ready? 1, 2, go. Und wir sehen Marty mit einem Punkt hinten dran. Nicht mehr Marty McFu. Was hat sich geändert? Das ist jetzt der ernste Marty, der hier spielt. Ja, ich glaube, man wird professioneller, man wird erwachsener, man wird nicht mehr so haha-fu-mäßig, ne? Fuck you, keine Ahnung was. Ist halt die Frage, ob das von Fuck You oder von seinem Nachnamen kommt, der auch mit FU anfängt. Wahrscheinlich eher von seinem Nachname. Und Ja. meine Erklärung ist völliger Bullshit. Ich habe mir auch jahrelang nämlich gedacht, vielleicht ist es Marty McFuck You gewesen, aber Marty ist so ein lieber Kerl.
Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Sagst du? Ja, man kennt ihn vielleicht nicht. Früher war ein ganz wilder Typ. Wird er jetzt auch zeigen, was für ein wilder Typ er ist? Hier, wildes Haus mal vor seinen Berries vorbei. So wild ist es nicht. Könnte Teil der Wall werden, vielleicht später rüber zum Wasser. Mal gucken, ob er noch den Küstenfisch später da anfischt. Ich würde das ja machen, ne? Dann die Mühle da Richtung Wasser und Ja, sowas. ja, ja. Mal gucken, ob er sich da verleiten lässt. Bin gespannt. Pusht jetzt aber auch mal noch ein paar Gubbels da rein, ein paar Straußen. Nee. Nee, nicht Gubbels. Gubbels sind, was sind das? Truthähne. Truthähne, genau. Ja. Die haben wir hier nicht. Wir haben hier Ziegen, auf der anderen Seite auch bei Schlauchnase. Wird gepusht. Ja, Hindustani ist schon mächtig, ne? Hier. Absolut, in einem Matchup sollte das ganz gut funktionieren können. Ja, man hat natürlich die Möglichkeiten in der Theorie mit Ungarn auch die sag's mir, Cav Archer zu spielen. Aber da muss man natürlich micron wie blöd. Also es geht schon in der Theorie, aber es ist sehr, sehr schwierig. So ein bisschen wie bei dem Tataren-Matchup gestern, das wir auch hatten. Ja. Ja. Zwischen Horus und Elle Legends. Bald 8. Minute hier angebrochen. Schwieriger Wald hier für Schlauchnase. Struggelt hier noch mit seinem Zebra. Ja. Oh je, ab wann gibt man auf? Das Zebra Das. hat die Lichtung erblickt jetzt. Oh, jetzt muss er nochmal moven, genau. Und ich würde Schwierigkeit sagen, ist geschafft. wir können so ab Minute, komm, lass noch Minute 9 sagen gleich. Jetzt bin ich bei 9,2. Ach komm, dann machen wir 39. 39, mache ich Oh. Stopp und dann machen wir normale Geschwindigkeit, ja? So. Ja. Und das wäre bei mir jetzt. Gut, dann auf die Plätze, fertig, los. Und wir sehen den Stable von Schlauchi und auf der anderen Seite bei Marty nicht genug Holz, um irgendwas zu bauen. Da stehen auch Leute in der Woodline, die sieht so geil aus, dann das Holzfällerlager reinzubauen, aber man sieht die Abgabeproblematik, ne? Drei Leute können momentan nicht abgeben. Und Eklig. das wahrscheinlich schon seit einer Weile. Das ist natürlich auf Dauer ein super Holzfällerlager, aber wenn da mehr als vier Leute dran arbeiten, ist es offensichtlich nicht so gut. Das ist absolut eklig. Oh mein Gott, es geht weiter, ne? Okay, jetzt haben wir alle abgegeben. Ja. Deswegen guckt man da wie ein Paranoider drauf auf sein Holzfällerlager, gerade wenn es so ein bisschen verschlungen und eckig wird mit diesen einzelnen hervorstehenden Bäumen. Passiert sowas ganz gerne. Es ist sehr, sehr traurig, aber ja, macht einen großen Unterschied jetzt hier im Early Game. Schlauchnase Absolut. Space, ja, wollte jetzt auch die Front hier nochmal mit zwei Häusern, nochmal an der Seite, hat hier viele Ressourcen nochmal nach hinten, zwei Goldspots, Stein, also ziemlich nice bei ihm. Ja, baut er auch schön. Also ich muss sagen, das Base Building gefällt mir gut. Natürlich ist da noch ein Loch drin, hier und da. Also da ist noch nicht zu. Und Aber. er will natürlich auch mit Scouts jetzt erstmal irgendwie dagegen halten. Hätte er mehr Scouts noch auf dem Feld, könnte er aggro gehen. Mal gucken, ob er da jetzt gleich nach vorne geht. Was sieht er denn so auf der Karte? Nee, er sieht noch gar nicht seinen Gegner. Hat jetzt aber 4 Scouts auf dem Feld gegen einen. Marty auf der anderen Seite macht auch zu, hat jetzt ein Stable auch nachgebaut, aber hat sich bisher mit den Pikes begnügt und er sieht auch noch nicht, dass irgendwas kommt. Also das Commitment braucht er momentan ja noch gar nicht machen. Vielleicht. Und wenn er sieht, Scouty, genau, Schlauchi ist eh zu, braucht er die Scouts auch nicht nach vorne schicken oder gar keine bauen und spart sich dadurch ein bisschen Nahrung. Ja. Wenn's gut geht, ne? Wenn es nicht gut geht, wegen 5 Scouts kann man durchaus mal ein, zwei Villager verlieren und ja, ich würde auch sagen, 2 Spears, die so einzeln jeweils an einer Ressource rumhampeln, die sind von 5 Scouts, jetzt mittlerweile 6 Scouts, sehr gut snackbar. Es wird auch noch ein siebter werden. Aber Schlauchi weiß halt noch nicht, wo sein Gegner ist. Das Genau. gibt nochmal Zeit. Aber doch nicht so lang, denn Schlauchi findet jetzt seinen Gegner. Geht rein. Und das ist eine böse Überraschung für den guten Marty, der hier dann doch ein paar Scouts mehr in der Base hat, als er wahrscheinlich erwartet hat. Ich hoffe, er quickwallt hier. Ansonsten wird es mit einem Scout dann doch relativ, mit einem Spear, jetzt sind es zwei, dann doch relativ schwer. Wobei, die haben immer automatisches Offensiv-Upgrade noch drauf. Das hilft auch nochmal so ein bisschen mit. Schlauchi, aber schlau, selber ein Speer mit nach vorne gebaut. Defensives Play. Muss jetzt funktionieren. Marty initiiert den Fight. Weiß ich gar nicht, ob das so die tollste Idee ist. Kriegt aber hier zwei gute Hits drauf. Jetzt aber auch. Ja, er muss auf jeden Fall jetzt draufhauen. Ansonsten
nimmt er zu viel Damage for free und kriegt es aber trotz allem noch so verteidigt, dass er keine Villager verliert. Die Idle Timer beiden relativ ähnlich. Marty mit 15 Farmen schon. Auf der anderen Seite sind 6, also da ist Marty in der deutlich, deutlich besseren Position schon. Auf der anderen Seite hat Schlauchi 7 auf Gold. Das ist ein bisschen viel. Ja, wir haben schon viele eklige Scouts hier im Turnier gesehen, von Herr Goldi, von Lestrüm, also jetzt von Schlauchnase hier, wobei die jetzt so halbwegs abgewehrt werden können hier von Marty, der jetzt nochmal mal ein paar Spears noch hinterherlegt. Ja. Natürlich auch das Angriffs-Upgrade, die macht natürlich Damage, ne? Von den Ungarn nochmal drauf. Ja, absolut. Geht jetzt auf Gold. Aber Schlauchi geht noch nicht auf. Also ja. der findet, wenn er so weiterguckt, schon auch demnächst gleich mal noch den nächsten Spot, und das ist die Mühle. Und da wird man muss natürlich auch sagen, also Martin mit einer guten Wall, was er gewollt hat, hier schön die Front zu. Ne? Nicht irgendwie erstmal zum Gegner weggewollt, wie man es auch so gerne mal macht, sondern einfach mal den direkten Weg versperrt. Langer Laufweg. Schlauchi sieht die Mühle nicht. Martin sieht, glaube ich, seine Zebras dafür nicht. Das ist auch natürlich ein Riesennachteil. Und jetzt da hinten an der Woodline, wenn Schlauchi da reinfährt, das könnte ekelhaft werden. Auf der anderen Seite könnte es auch die Trap für Schlauchi werden. Marty sieht es in der Theorie, dass die Scouts da stehen. Schickt seine Leute jetzt auch dahin. Lässt nochmal abgeben sogar. Und kämpft jetzt. Hat seine Speere reinpatrouilliert, was dazu führt, dass seine Speere zu dritt gegen einen Speer von Schlauchi kämpfen. Und Schlauchi den Damage tatsächlich so ein bisschen auf Martys Eco machen kann. Dachte ich, aber es ist niemand gestorben. Nee, schöner Fight für Marty. Marty hat aber seinen Scout unten bei Schlauchnase am Gold verloren. Schlauchnase viel auf Gold hier gerade. Ja, Martys Eco-Balance gefällt mir deutlich besser. Der hat so viel Farmen und also, wenn der in der nächsten Zeit ankommt, ist richtig krass. Der hat jetzt auch noch Wheelbarrow drin. Ja, Schlauchi ist ein bisschen schneller in der nächsten Zeit, aber die Eco von Marty, die lässt sich sehen. Auf der anderen Seite ist die Hindustani-Eco halt auch gut. Ja, Schlauchnase ist jetzt zu Hause, aber bald Overchop an seinem hinteren Wood. Kann vorne noch ein bisschen nerven, kann vielleicht noch mal ein bisschen die Map erkunden mit seinen 3 Scouts. Ich denke aber so langsam, ja, geht's Richtung Ritterzeit jetzt auch für Marty. Genau, Schlauchnase wird ein bisschen eher da sein. Hat dann viel Wood, mal gucken, ob er boomen will. Ich denke, wir werden aber Campbells sehen. Das ist echt die Frage, ne? Marty hat jetzt halt die Eco komplett aufgestellt, tendenziell zumindest, nicht komplett, aber tendenziell aufgestellt für weitere Stables. Mal gucken, ob er noch ein paar Ritter baut. Ja, oder weiter Pikes. Pikes sind ja auch irgendwie im Trend, habe ich das Gefühl. Es sind Ritter. Marty wallt hier, aber das ist immer noch offen. Was passiert denn mit Ghulams gegen Kaff-Archer in einem Szenario? Naja, das kommt drauf an, wie toll man die Kaff-Archer Micro kann. Aber eigentlich ist es wie bei Adlerkriegern auch, du willst nicht zwingend das Matchup spielen als Mensch, der Kaff-Archer spielt. Also Ghulams sind schon eine sehr gute Antwort. Raids auch, ne? Ja, du musst die halt die ganze Zeit micron und so weiter. Und also in der Theorie, ja, frisst du die schon auch irgendwie auf ab einer gewissen Masse, aber es ist so anstrengend. Also ich würde sagen, Ghulams ist hier überlegen an der Stelle. Auf unserer Elo würde ich sagen, ist das keine große Frage. 2 TCs von Schlauchi. Und ein Kloster. Ist das ein Undercommitment? Ist die Frage. Ich würde sagen, nein, weil Marty nämlich auch. Aber bei doch, der hat 2 Stable gebaut. Okay. Marty macht alle Eco-Upgrades, spielt 2 Stable. Und auf der anderen Seite kommt der Boom. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut kann Marty Damage machen? Wenn da schon eine Monastery steht, auf der anderen Seite. Genau, die Monastery steht und die Base allgemein von Schlauchnase ist halt so, ne, quadratisch, ne, praktisch gut, kann man sagen, kompakt, ja. Schwer irgendwie zu raiden. Also ich weiß nicht, ob die Knights da so viel machen können. Er hat auch schon viel Gold der Schlauchnase für die Monks jetzt, die er produzieren könnte. Hat dann 5 Monks, wenn er darauf Bock hat, gegen Knights, also ja, das reicht. Schlauchi hat auch unglaublich viel gescoutet von der Map, also der weiß ganz arg viel. Der kennt eigentlich fast die ganze Map. Mhm.
Und auf der anderen Ja, Seite. Wood hat, wird so ein Problem. Der muss so ein bisschen nach links irgendwie dann expandieren. Auf der Minimap gesehen. Also. Der Markt wird jetzt angegangen. Ah, mit dem doppelten Angriffsupgrade wird es ganz schön knapp, dass hier vielleicht Schlauchi doch noch Aggro in seine Base bekommt. Da muss er aufpassen. Oh ja. Martin muss aber auch reinklicken. Ja, man kann ja eine Palisade klicken und dann eine Flagge dahinter setzen, dann laufen die rein. Ah, jetzt hat er es gemerkt, aber es war ein Tick zu spät. Ja, also Martin, Auf der wer anderen hier. Seite Stress, ne? So ein Oh, bisschen. auf der anderen Seite sind Scouts wieder in der Base drin. Oh ja. Interessant. Aber es kommt auch mehr von Marty nach. Pikeman Upgrade hier jetzt drauf und die vorgehen, bisschen den Angriff unterstützen der zwei Knights. Wieso nicht? Ja, definitiv. Warum nicht? Der Monk versucht zu bekehren, ist nach wie vor drauf. Bricht jetzt aber ab, es kommen Stonewalls. Der Bonk ist natürlich gefährlich, kann auch mal so einen Pikeman bekehren, das ist natürlich nice. Ja, wobei, glaube ich, die Bekehrung von einem Knight dann schon die bessere Variante ist. Ja, wenn man es wegschafft, wäre es auch cool, ne? Mit dem Ja. Knight dann. Genau, und du nimmst dem Gegner halt eine Gold-Unit weg, ist auch immer wichtig und gut. Ja, Marty reagiert auch mit einem Monastery. Schlauchi hat jetzt aber extrem gut geboomt mit den drei TCs. Kann man auch stark machen. Baut auch ein paar Kamele dazu. Also er scheint daheim erstmal sicher zu sein, während Marty so richtig den Schaden nicht findet momentan. Und Schlauchi wallt die ganze Map mit Stein. Das ist ein interessanter Ansatz. Ist auch mit 9 auf Stein. Und wallt hier wirklich alles dicht. Interessant. Marty findet diesen Will, der hier wallt, auch nicht. Weiß nichts von der Walling-Aktion. Jetzt muss das Monk-Micro stimmen. Schlauchi ist da. Und das sind drei Mönche und zwei Bekehrungen. Nee, eine Bekehrung, die reinkam, oder? Ich glaube, eine war's. Schlauchnases Echo explodiert so ein Ja, bisschen, ne? total. Der macht es hier sehr stark. Die drei DCs laufen halt durch bei ihm. Gleich kommt eine Castle, wenn er Bock drauf hat. Also Schlauchi mit einer guten Eco, kleine Base gebaut, kann eine Castle platzieren. Marty baut ein TC. Nochmal außen an einem Spot, wo ich aber nicht so richtig weiß, wie gut ich den finden soll, ehrlicherweise. Na gut, Marty könnte ja auch im Klicken mit den richtigen Gebäuden. Jetzt nicht mehr, queued wieder ein. Ja, Würde ist auch halt die nicht so gehen, Frage. wird sein. Go Marty, schreibt Ölberto und subbt rein. Vielen Dank. Ja. Uli. Ist halt immer die Frage, was man mit 60 Villagern in Imp macht. Genau. Ja. Und die Mönche Vor allem gibt es hier. nur viele Monks, bringen am Shiva nix. Ja, also ich denke, wir brauchen einen Einheiten-Switch auf irgendeine Art, auf irgendeine Oh, Art und zweite Weise. Monastery, mehr Monks, geil. Ja, macht Schlauch gut. Krass. Hat auch schon eine Reliquie gesammelt. Und Schlauchi spielt es sehr, sehr smart hier. Die Camels kommen auch noch dazu. Er bekehrt weiterhin irgendwelche Knights und ja, ist eigentlich Ein da Spieler, der nicht vor Monks zurückschreckt, ne? Also echt Wahnsinn. entspannt. Hat hier 20 auf Gold. Ja, und auch entspannt, die spielt offensichtlich. Also Schlauchi ist ja auch relativ schnell in seiner APM. Ich vermisse nur die Castle jetzt so ein bisschen, ne? Das Ja. Delayed halt so auch seine Uptime könnte jetzt dann bald auch im klicken, wenn die Castle schon stehen würde. Da kommt die Castle hin, alles klar, sehr gut. Ja, hat hier sich vielleicht noch den Spot erkämpft, wollte es vielleicht safe haben. Und das meine ich halt mit linke Seite. Er hat hier gestonewalled für mehr Wood. Da kommt nochmal eine Castle hin. Und Wood könnte auch so ein Thema sein, ne? Die löchrigen Woodlines natürlich auch sehr anfällig für Raids sind auch irgendwann mal. Marty, ja, seine Woodline da hinten läuft auch irgendwann mal aus. Der muss auch irgendwann mal umziehen Richtung Wood. Vielleicht wird es dann bei ihm dann so die rechte Seite oben im Norden. Mal gucken. Marty auch eine Reliquie gesammelt. Hat das zumindest auch so ein bisschen auf dem Schirm. Es kommt die Universität von Schlauchi, der dann auch in die nächste Zeit klicken wird. Marty ist gerade housed und hat Siege dazu gebaut. Und versucht jetzt seitlich nochmal irgendwie reinzukommen in die Base, unbekannt, unerkannt. Imp, ne?
Zeitgleich fast. Schlauchnase ein bisschen früher. Ja, Marty hat mit 25 Villagern weniger. Allerdings, man muss sagen, die frühen Eco-Upgrades scheinen sich wohl doch auch gelohnt zu haben. Also Marty ist gar nicht wirklich hinten mit Collected Resources, sondern eher vorne. So ein Tick. Also nicht viel, aber ja, so ein bisschen halt. Vielleicht nochmal einen Villager-Kill. Das war gerade der erste Eco-Kill im Spiel, den wir gesehen haben. Schlauchnase auch noch keine Schubkarre. Marty mit mehr Upgrades auch auf Militär hat aber jetzt noch nicht so viel erreichen können, muss man einfach sagen. Und jetzt, ne, die Zeit drängt, man merkt es auch. Großer Umzug hier bei Schlauchnase. Zieht hier mit ganz vielen Villagern nach vorne oder was hat er vor? Ja, sieht Könnte sich bald nochmal eine Castle leisten, aber hatte gerade null auf Stein. Markt hat er, könnte sich hier spontan was kaufen. Auch Marty hat einen Markt, also ja. Mal gucken, was hier noch so verkauft wird. Immer wieder ein mächtiges Tool hier auch im Game, muss man immer wieder sagen. Marty bleibt auf Stable Units und baut Pikes dazu. Ich bin auch gerade so ein bisschen überrascht, ne? Also KD ist 22 zu 9 für Marty. Ich hatte so das Gefühl, eigentlich nimmt Schlauche die besseren Fights, aber es sind natürlich auch einige Bekehrungen einfach, die jetzt nicht hier da mit drin sind und nicht gezählt wurden. Marty sniped jetzt nochmal einen Mönch, der hier gerade eine Reliquie einsammeln möchte. Auf der anderen Seite schnappt sich Schlauchi nochmal zwei andere Reliquien. Also der ist da schon darauf bedacht, sich auch die Relics zu schnappen, finde ich gut. Macht er stark. So, jetzt aber die Scouts vorne dran. Das ist ein Fight, der ist interessant. Jetzt sind da noch ein paar Ghulams auch mit im Spiel gegen die Pikes. Gefällt mir auch gut. Masse ist momentan für Marty größer. Die Upgrades für die Pikes fehlen noch, aber die machen trotzdem guten Damage hier gerade gegen die Kamele und Marty nimmt hier den deutlich besseren Fight, würde ich sagen, momentan. Ah, wobei, ist gar nicht so eindeutig. Schwierig. Die Ghulams sind jetzt nämlich Ja. auch mit dabei. Auch das Micro, ne? Da sind Ja, viele ja. Knights nur auf einen Monk gegangen. Das war Ja, schwer. nee, also Schlauchi holt sich den Fight dann doch. Ich hatte das gerade kurz anders gesehen, aber da hat mein Auge mich getrübt. Ja. Und die Echo ist jetzt natürlich super von Schlauchnase. Baut jetzt hier nochmal eine Castle. Und für Marty, da vermisse ich halt noch so ein bisschen die Castle einfach. Gerade Richtung Mitte da vorne bei seinen Ressourcen. Da wird es langsam eng. Das wird zum Schlachtfeld. Definitiv. Eine Castle würde ihm sehr gut tun. Auch mehr Villager würden ihm gut tun. Produziert jetzt noch so ein bisschen nach. Also Marty braucht dringend noch ein paar gute Fights. Sieht jetzt auch, dass hier ein Tribok nach vorne gepackt wird. Baut jetzt eine Mangen kommen, aber die Castle steht gefährlich. Mal gucken, wo die Mangen hinwollen. So ohne Begleitung natürlich immer risky. Armeegröße ist noch nicht scary auf beiden Seiten. Also da kann noch viel passieren. Aber ja, es ist so krass, ne? Martin nach wie vor mit den besseren, mit mehr Ressourcen collected. Woran liegt es denn? Einfach an Hast den du längeren eigentlich Upgrades. bei den Old Fishmask Games den einen Knight in der Ja, Woodland gesehen? natürlich. Der hat 25 Kills gemacht. Das ist die Hälfte der Kills im Spiel gewesen. Das war geil, oder? Also das war so krass. Der hat alleine die Eco von Mattes auseinandergenommen. Also das ist wirklich Das absurd war gewesen. ein schöner Moment hier bei uns im Turnier, muss ich sagen. Muss ins Best-of sozusagen, wenn es eins geben sollte. Der war ja auch One-Hit. Ja, der war irgendwie 11. Es waren 11 irgendwie HP, die er hatte noch. Schöne Snipes hier von beiden Seiten auf die Mönche. Schlauchi hat gerade einen bekommen. Marty hat sich eingeschnappt. Jetzt die Ghulams gegen eine sehr, sehr hohe Pike-Masse. Sollten die Ghulams eigentlich ganz gut gegen performen. Die haben auch sehr gute Upgrades drauf. Also ich schätze mal, dass die Ghulams das hier ziemlich gut kämpfen. Und neben einem Trap eine Castle zu bauen, ist immer eine schwierige Angelegenheit. Aber die Masse. Also ich sehe die Fights offensichtlich gerade schlecht. Die Masse der Pikes hat jetzt doch Ja, nochmal die Einfluss Pikes, gehabt, die sind aber gerade OP. auch gleichzeitig irgendwie doch nicht.
muss halt sagen, dass die einfach dieses Angriffs-Upgrade einfach nochmal drauf haben. Die machen schon was. Aber Gulam ist auf jeden Fall eine schöne Einheit, solange man Bogen hat und das hat Schlauchnase. Bald auch nochmal genug Stein für eine Burg. Die Camels ist natürlich eh immer eine schöne Einheit, gerade gegen den Ungarn. Ja, und es geht so ein bisschen um die Mitte gerade, aber keine Traps auf beiden Seiten. Die kommen jetzt so langsam raus, genau auf beiden Seiten, zeitgleich fast, Ja. werden sie erschaffen. Und Martin nur mit Trash momentan. Ist auf 100 Villager, auf der anderen Seite 150 von Schlauchi, der auf der anderen Seite halt nicht so viel Armee produziert. Jetzt der Snipe-Versuch vielleicht von Martin. Ah, mit den Scouts gegen die Kamele natürlich unschön, aber jetzt sind da Halbs dabei. Jetzt wird es dann doch sehr interessant und Marty sollte diesen Fight doch für sich gewinnen können, würde ich jetzt raten. Und damit Ja. auch den Trap-Fight eventuell für sich gewinnen. Schlauchi halt mit zu viel Wills, ne? Könnte hier und da mal noch das ein oder andere Echo-Upgrade drücken. Upgrade allgemein. Klar, ja, jetzt militärisch sieht es ganz gut aus. Marty, ja, mal gucken, ob er da nochmal einen Echo-Switch irgendwann mal bringen soll. Gespannt. Marty klickt jetzt mal auch ein bisschen Richtung Eco mit seiner Light Cav, macht da mal ein bisschen Damage. Das ist vielleicht was, was Schäfer ist drin. kontraproduktiv ist sogar, weil. Oh, da ist ein Petard Schäfer unterwegs. gegen Hindustani, ne? Haben wir jetzt. Ja, das ist interessant, aber momentan baut Schlauchi nur Dorfbewohner, spannenderweise. Was hat er denn vor? Ja. Der hat jetzt 170 Nix. Dorfbewohner. Nix. Er hat einfach so viel Gas gegeben und schießt jetzt übers Ziel hinaus. Und das könnte sehr, sehr teuer werden. Schöne Death Castle, aber von ihm schützt die Felder. Eco ist auch wichtig im Late Game, gerade gegen so eine Raid-Sith wie die Ungarn. Und Marty holt sich die Mitte zurück, ne? Also die Halbs sind auch eine schöne Einheit einfach. Ja, definitiv. Schlauchi baut dagegen Handkanoniere. Die funktioniert natürlich nur die Einheit, wenn es genug Handkanoniere gibt. Ansonsten werden die auch gefressen. Und sehen wir so ein typisches Schlauchi-Game. Er hat das Spiel in der Hand, so mehr oder weniger, und dann kommt der Slip, was wir Ja, gegen was Zonki heißt hatten. Slip? Aber also ich meine, der baut ja nach wie vor Dorfbewohner die ganze Zeit. Er hat 160 Stück. Was wurde aus den zwei Mangen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Habe ich nicht beobachtet. Marty ist hier in der Base drin. Da gibt es irgendwie das Tor, das offen bleibt aus irgendeinem Grund. Links neben der Castle. Das ist ganz arg kurios. Ja, und der Push von Marty funktioniert. Es sind hier 50 Einheiten zu 2 auf dem Feld für Marty. Es gibt eine Offensiv-Castle von Schlauchi in Martys Base dafür, die vermutlich hochgeht. Oh, was ein Chaos. Aber die macht halt auch nicht so viel, ne? Oh, die killt jetzt schon noch mal ein paar Wills, oder? Naja, relativ schnell oben. Marty Aber es hat gut ist. reagiert. Ist halt die Frage, was jetzt passiert. Kommt Petarde oder was? Oh, Marty quartiert auch nicht ein. Jetzt hier geht er an seiner Castle. Und Schlauchnass geht tiefer Nein, der rein. will noch mal eine Castle bauen. Was Eine ist zweite Castle. Okay, ja, jetzt opfert er halt die Wills, aber das kann er sich auch leisten jetzt. Also guck mal hin, 140 jetzt. Ja. Also eine Aktion ist eigentlich ganz nice von Das ihm. ist sehr gut für ihn, aber die Wills werden hier auch keine weitere Castle bauen. Genau. Und die Castle da vorne ist auch gleich passé. Also es war eine gute Ablenkungsaktion, die vielleicht aber auch Schlauchi wieder Zeit kauft, weil er braucht halt Zeit. Auf der anderen Seite sind hier überall Pikes. Also es ist echt beeindruckend, wie Marty das ganze Spiel über mehr Rest collected hat, obwohl er so viel weniger Eco hatte als Schlauchi. Das ist wirklich strange. Marty macht hier kurz einen Prozess mit Schlauchnases Castle, also die ist weg. Schlauchnase hat sich um ein paar Wills erleichtert hier, fast 40 ist er runter. Ja, der verliert aber auch gleich seine Base, weil er hat keine Armee nach wie vor. Also es sind 6 Leute auf dem Feld, die hier irgendwie kämpfen könnten. Das ist zu wenig. Seitlich werden noch mal eine Castle platziert von Ja, Schlauchi. krasses Game hat hier geschrieben. Indeed. Und Mordi sieht es, was hier geplant ist und hat schon seine Einheiten hingeschickt. Schießanlagen kommen jetzt. Sollen da die Skirms kommen oder wie? Mehr Schießpulvereinheiten. Ja, ich Sehr, denke, die sehr schwer in einer Handkanoniere Front. sind schon auch die Idee und die ist auch richtig erstmal. Ressourcentechnisch wird's knapp. Und Marty schwimmt in Gold. Marty schwimmt in Gold, der schwimmt auch insgesamt in Ressourcen.
So, was Stein angeht, ist auch nicht schlecht. Ja, und Marty ist hier in einer guten Position und das meine ich halt, ne? Da entgleitet es dem Schlauchnase hier so ein bisschen. Ja, wobei ich sogar sagen würde, Schlauchi ist noch gar nicht so komplett. Ja, wobei mit 70 Armee. Fällt mir schon schwer, das ich jetzt irgendwie. Kann jetzt hier nicht mehr so richtig auf Ulams kommen. Also Marty muss halt mehr Siege jetzt bauen. Muss gucken, wo ist denn mein Gegner noch mit Eco? Darf die Castles sich hochgehen lassen? Schlauchnase hat er hier nochmal Castles geplant, ne? Also auch ja, bei ja. Marty in der Basis, die kann er abbrechen, nochmal Death bauen. Das wäre jetzt wichtig, aber ja. Aber sind die Castles so wichtig, da wo er die baut? Er, jetzt. Er muss die halt irgendwie jetzt, also da oben rechts hat er zum Beispiel noch im Osten. Da wäre vielleicht nochmal was gut. Ja, schwer. Also ich glaube, es ist over. Ja, ich denke auch. Also ich meine, es ist hier auch der Trap ist unterwegs. In die Base. Ja, langsam gibt es so eine kleinere Gruppe an Handkanonieren, aber die machen auch, die sind auch nicht groß genug gegenüber der Masse, die jetzt auf der anderen Seite steht. Die Castle von Schlauche geht nicht hoch. Abgefahren. Also ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal in die andere Richtung geht. Schlauchi hatte so eine gute Position und so gute Fights genommen. Und dann ja, hat er echt ist, ne? überboomt einfach, oder? Also würde ich sagen, hauptsächlich. Keine Armee auf der... Überboomt, ja, genau. Also wenn man Marty dann halt nur 20 Armee bauen kann, während der andere irgendwie 40 bauen kann, ist das eine genau. Sache. Genau, und Pikemen sind halt einfach auch stark gerade. Marty mit dem 1-0 gegen Schlauchi. Ui. Also da hätte der Schlauchi irgendwie mehr dann die PS aufs Feld kriegen müssen. Ich meine, Marty ist auch stark geworden, ganz klar. Aber Schlauchi ja, zu schlagen... Schau mal die Stats. Was sagen denn die Stats hier? Welche Stats meinst du? Gerade hier, militärisch und... Ja. Ach so, ja. Okay, schauen wir mal rein. Technology, Schlauchnase ist hier schon abgegangen. Okay. Ja, gut. APM? Ja, APM ist Schlauchi halt ganz weit vorne. Was machen die so? Der ist sehr schnell. Also. Okay. Ja, also ich würde sagen, wenn Schlauchi irgendwie 20 Villager weniger hat und 20 Armee mehr baut, gewinnt er das Spiel. Aber so hat Marty gewonnen. Serengeti ist fertig gespielt. Wir haben gesehen gerade Ungarn siegreich gegen Hindustani. Hätte ich vor dem Spiel auch mir eher schwer vorstellen können, aber das ist, was passiert ist. Und wir gucken, was die zweite Map ist. Vielen Dank für den Follow an AaronWeb385. Schlauchi hat sich ausgesucht, Arena oder Kopenhagen. Arabien und Golden Pit von Marty. Ja, ich denke mal, wir werden schon eine Schlauchi-Map jetzt sehen. Ne? Also würde mich schon sehr wundern, wenn man jetzt nicht seine eigene Map wählt an der Stelle. Ja. Ja. Deswegen, schauen wir rein. Und es ist tatsächlich eine Map von ihm. Wir sehen Arena zwischen Schlauchi und Marty. Marty spielt Bulgaren und Schlauchi Bengalis. Beides Civs, die ich jetzt so ganz spontan nicht auf dem Zettel gehabt hätte für Arena. Bengalis hätte ich eher für Kopenhagen gedacht gehabt, aber auch natürlich auf Arena ist es möglich, diesen Elephant Archer Ball zu bauen. Und Bulgaren, ja klar, kann man schon spielen. Schon auch eine starke Zivilisation, aber jetzt auch irgendwie nicht so typisch Arena-Style, ne? Vielleicht ist es aber auch eine Überraschung, die hier Marty geplant hat. Fast Imp fragt sich Magi Würze. Ja, Schlauchi ist ja wirklich berühmt-berüchtigt für seine Fast Imp-Strategien auf Arena. Und ganz ehrlich, die haben bei uns vielleicht so zu 20% in den Turnieren geklappt und den Rest halt nicht, wenn Schlauchi die gespielt hatte. Deswegen, ich glaube fast nicht, dass das jetzt Bengalis Fast Imp ist, oder? Wobei, könnte man schon spielen mit den Dorfbewohnern, die man dazu kriegt und so. Ja,
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hertie, ich würde mal so ein bisschen. Pass auf, ich mache jetzt mal Stopp. Bei welcher Minute bist du? 2:09. Okay, ich bin. 2:09. Okay, pass auf, ich mache bei 2:20 Stopp und dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. 2:20. Und jetzt würde ich mal die doppelte Geschwindigkeit durchlaufen lassen, weil Ja. so viel passiert nicht. Auf die Plätze, Genau. fertig, los. So, also wir schauen uns den Aufbau so ein bisschen an, wir schauen uns die Bases an. Wir haben Schlauchheben mit den Bengalis, hatten ein Main Gold vorne und ein Stone vorne. Hinten noch ein weiteres Ersatzgold. Ja, auf der anderen Seite Marty mit zwei Goldspots auf der rechten Seite seiner Base und dann noch, also eigentlich alles auf der rechten Seite für Marty hier, was er an Stelle Ressourcen müsst hat. jetzt noch eure Straßenpunkte reinballern. Ganz schnell. Der Ihr gewinnt. große 2:2. Shantini ist auch hier im Chat. Hallo. Ah, Shanti. Guten Tag. Ja, mal gucken, ob Schlauchi hier das 1-1 macht auf seiner Homemap. Straußenpunkte reinballern. Auch wichtig. Macht Schlauchnase, ist es Lustige Marty. Sprachchat-Nachrichten. Ja. Oh, die Scouts beschnüffeln sich. Marty hat gesehen, dass da jemand rumsteht. Hat aber dann doch kein Damage draufgepackt. So, 410 Straßenpunkte auf Schlauchi. Wer hält dagegen? Schlauchi mit ein bisschen weniger Idle Time. 16 Sekunden für Marty. Ist eigentlich schon relativ viel für ihn. Vor allem, wenn man denkt, es ist ja Arena, ne? Also, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die ganz perfekte Spiele spielen auf Arena, plötzlich viel mehr Idle Time haben, als sie auf offenen Maps zum Teil haben. So, Marty geht den Fight ein. Wer gewinnt? Marty tatsächlich. Ganz knapp. Und da Moonwalk der Scout zur Freude auch Ja, noch. let's go. Okay, er ist natürlich Pech, das ist ein 50-50. Schlauchi hat seinen Scout verloren. Marty hat den Fight gewonnen. So, Marty geht jetzt da Richtung Osten, baut da Siege-Workshop rein und cuttet sich rüber. Meinst du? Mit den Bulgaren. Können die auch gut. Und dann Schwertkämpfer. Also bei mir hat das Game gerade geleckt. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr synchron. Ich bin bei 10 Minuten jetzt. Ich auch. Naja, okay. Hat es vielleicht wieder aufgeholt. Vielleicht will ich ein bisschen schneller. Ich mache kurz mal so 2 Sekunden Pause. Aber Kannst nur immer noch verlieren. zweifache Geschwindigkeit, ne? Ja, immer noch zweifache Geschwindigkeit. Ich würde sagen, bis wir sehen, dass auf der Map irgendwas Interessantes Genau, passiert. bis die Monks kommen oder sowas. Genau. Weil ich jetzt in normaler Geschwindigkeit anschauen, wie Leute in Fast Castle spielen, ist ein bisschen, Ja, Shantini, es müßig. tut mir leid, ich weiß auch nicht, die Community ist hier nicht so wettfreudig. Weißt du was, ich zahle es aus und mache die Prediction einfach nochmal, vielleicht wettet dann einer gegen dich. Barracks kommt von Schlauchi, der hat wohl ein bisschen geplant, dass hier Map Control gespielt wird. Und Man at Arms von Marty. Ein Man at Arm wird gebaut. Okay. Herr, ich würde sagen, da machen wir mal bei 14:30 machen wir mal wieder normale Geschwindigkeit, jetzt wo dann die Leute in der nächsten Zeit sind. Und hier Ja. passieren auch Dinge. Ich mache mal Stopp. 14:31 und dann würde ich normale Geschwindigkeit machen. Auch die Plätze fertig, los. Los. Und wir haben Barracks Nummer 2 für Marty. Also das sieht nach Stress aus. Und das Spannende ist, Schlauchi geht hier auch forward, will einen Siege Workshop bauen. Aber hier sind Schwertkämpfer auf dem Feld. Und ich glaube, damit hat Schlauchi nicht gerechnet, ehrlicherweise. Interessant. Noch eine Barracks, Triple Barracks von Marty. Und sobald er in die nächste Zeit kommt, sind es natürlich auch Longswords. So Leute, jetzt läuft das mit den Straußenpunkten und ihr habt mehr Infos sogar. Also schallert rein. Die Guten können jetzt richtig abräumen, die hier schon alles analysieren, wie gut jetzt diese Schwertkämpfer sind, die natürlich auch leicht bekehrt werden können, ne? Ja, aber dafür braucht man erstmal
Eine Monastery. Was? Und alles, was Ja. Schlauchi hier vorhatte mit einem Siege-Workshop vorne, passiert erstmal überhaupt nicht, weil hier sind Schwertkämpfer, die ihm die Villager wegkillen. Also die Longswords machen hier einen guten Job. Seitlich geht hier vielleicht die Monastery hoch, ja, okay. Aber so grundsätzlich. Zwei Monasteries, okay. Common Siege Tower ist halt die Frage, Maggi. Ich würde schon raten, ja. Oh, das wäre schon geil, Siege Tower, ja. Ich meine, Vorbereitung gegen Siege Tower, wenn man weiß, dass sie kommen, dann wollte man einfach mit Palisaden hinter seiner Wall, ne? Dann können die nicht aussteigen, oder? Wie war das? Das kann man machen, ja. Es kommt Double Monastery von Schlauchnase. Let's go. Mal wieder Mönche, wie schon zuvor. Eine schöne Engstelle, die schon gequickwalled ist für Mönche und für Villager. Marty sieht jetzt, was hier passiert ist. Und der Siege Workshop, den sieht er auch. Muss er aufpassen mit so zwei Schwertkämpfern. Weil die sind dann bekehrt von zwei Monks, die da rauskommen. Ja, noch ist kein Mönch da, aber... Siege auch noch, direkt vor seiner Nase, ne? Also Marty sieht, was abgeht. Monk Siege. Sieht er denn den Siege Workshop? Ja, den sieht er. Also, wie reagiere ich jetzt? Auf einen klassischen, ja, das haben wir auch selten, ne? Im ersten Turnier mal gehabt, glaube ich, von dir sogar mit Monks und Siege auf Arena. Ja, aber Schlauch hat es auch schon gespielt. Schwierige Taktik. In diesem Turnier. Natürlich sehr, sehr stark. Wie reagiert man darauf jetzt, Indomis, als Verteidiger? Keine Ahnung. Also ich würde sagen, dass so ein Monk-Siege-Push ja auch erstmal grob durch, also... Ich würde Light-Cav. Light-Cav momentan noch, genau. Und vielleicht auch eine Death-Castle irgendwann, aber ich weiß nicht, wenn Schlauch nicht aufpasst, verliert er auch so relativ schnell seine Einheiten. Also ich meine, der braucht... Der muss ja auch seine Einheiten... Oh ja, also dass der Elefant da jetzt rauskommt, ist natürlich ja sehr, sehr teuer. Also man verliert auch schnell seine Gebäude gegen so eine Masse an Schwertkämpfern, ne? Genau. Ja, das sah so ein bisschen nach der geplanteren Aktion aus. Ist bestimmt auch weiterhin geplant. No offense hier Richtung Schlauchi, aber weil er auch so gequickwollt hat, dann habe ich gedacht, da kommen da jetzt die Monks rein in die Engstellen so und die Schwertkämpfer gar nicht hin. So eine Action habe ich jetzt vermutet. Mhm. Aber es kann natürlich noch werden. Er hat ja noch Wilds vorne. Wilds natürlich auch mit Siege immer schön, was man mal repairen muss. Und ja, der Elefant steht, könnte jetzt natürlich wieder nach vorne kommen, wird auch passieren. So die Schwertkämpfer jetzt gerade so ein bisschen out of position, wollen vielleicht so einen Gegenpush starten, ich weiß es nicht. Ja. Marty hat natürlich auch eine Monastery, da kommt jetzt der erste Monk mal raus. Und so eine richtige Antwort sehe ich noch nicht. Jetzt kommt mal der Stable von Marty, aber noch sehe ich keine richtige krasse Antwort jetzt auf das, was hier vor der Tür steht. Mönche werden weiter produziert. Interessant. Es wird Pikes getaggt. Und Schlauchi wird hier vermutlich in die Base erstmal irgendwie reinschnuppern können. Ist die Frage, wie weit. Marty holt sich auch eine Relic. Ja, du, da kommt Redemption. Der wird sich die Gebäude schnappen, wenn es so weitergeht. Ja. Das geht schnell. Mega krass. Sind auch viele Mönche jetzt mittlerweile, also wir haben es schon mal gesehen von Schlauch in dem Turnier und es hat funktioniert, also da hat er sehr gut mit den Mönchen gearbeitet. Oh oh, da ist es drin. Ja, der holt sich die. Ich denke auch. Muss er gar nicht abreißen. Marty weiß nicht so richtig, wie er reagieren soll. Ich glaube, ich wüsste es auch nicht. Pikes sind jetzt seine Idee. Ja, Scouts sind schon auch gebaut worden. Markt und Kaserne werden bekehrt. Und Kaserne ist übergelaufen, hat den Glauben von Schlauchi angenommen.
Und auch der Markt ist weg. Und Spears kommen raus. Marty jetzt haust. Ist das geil. Und ja, Schlauri reißt hier die Gebäude ab, die er nicht braucht. Bekehrt hier auch die die Pikeman und Martys Scout, der hier auf die Mange geht, ist auch nicht sonderlich erfolgreich. Eco-mäßig sieht das Ganze noch relativ ausgeglichen aus, aber auch da hat Schlauchi seine Vorteile. Ja, sieht gut aus für Schlauchi. Der Push funktioniert und Marty findet momentan gar keine Antwort darauf. Die Bermanen haben ja so billig Redemption, vielleicht sind die auch eine gute Sache für sowas. Ja, mit Sicherheit. Ja, und dann kommt das GG rein, Schlauchi holt sich das 1-1. Krass. Schöne Taktik. Gut gespielt, ey. Finde ich gut. Also mir gefällt es auch besser als sein Fast-Imp-Ansatz. Also dieses Siege-Monk-Zeug, das das Schlauch hier auf Arena spielt, spielt er schon sehr, sehr gut. Nice, ja. Ja. GG. Ja, dann geht's ab in Spiel 3. Wir können gleich nochmal gucken. Was ist denn noch auf dem Tablett? Wir haben Arena gesehen. Marty könnte sich Arabien oder Goldgrube aussuchen. Aber kann natürlich auch Kopenhagen spielen, die Map von Schlauchi. Wir haben gerade gesehen, Bengalen erfolgreich gegen die Bulgaren. Und ich würde schon raten, dass jetzt Arabien wieder gespielt wird. Naja, komm. Wir brauchen ja nicht lange rumdiskutieren bei Rex. Wir schauen einfach, was es ist. Und es ist Goldgrube, das gepickt wird. Und Schlauchi spielt Perser und Byzantiner von Marty. Ja. Okay, Perser für Goldgrube. Inwiefern finde ich das gut oder schlecht, überlege ich gerade. Ich mache mal bei 30 Sekunden Stopp und dann können wir wieder durch die Dark Age so ein bisschen durch. Mhm. Sag, wenn du bereit bist. Ja, bin ich. Dann auf die Plätze, fertig, los. Doppelte Geschwindigkeit. Oh, Martin mit den Byzantinern, ein Pick, den wir schon öfters auf Goldgrube gesehen haben. Starke Castles, früheres Imp-Timing, auch die Möglichkeit mit billigem Trash von außen nochmal vielleicht eine Möglichkeit zu finden, in die Mitte rein zu pushen. Das sind alles Argumente, die dafür sprechen. Auf der anderen Seite Schlauchi mit den Persern einfach mit einem starken Volk und fertig vielleicht. Vielleicht ist das die Idee. Auch die Castle sind natürlich jetzt nicht schlecht, ne? Auch mit der Spezialtechnologie. Ja, du bist ja immer so ein Trashbow-Dude. Wobei, da muss ich dir fast mal eine Rüge aussprechen. Bei dem Spiel gegen, wen war es, gegen Goldie? Da wäre ein Trashbow in dem einen Game echt eine gute Lösung gewesen, Herdi. Da, und da hast du nicht gebaut, aus irgendeinem Grund. Ja, weil die schlecht sind. Ja. Ich glaube, in der Situation wären die okay gewesen, aber brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Lumbercamp an einer schönen Stelle hier für Schlauchi, so eine doppelte Woodline, die sich hier generiert hat für ihn. Auf der anderen Seite ist er relativ offen da mit seinen Ressourcen. Aber seine Base insgesamt relativ zu, würde ich sagen. Also kann man gut zu machen, das Ding. Bei Marty ist das ein bisschen breiter aufgestellt, aber auch da kann man vielleicht Richtung Maprand wallen. Ja, Goldgrube schon auch in der Wallbarkeitsskala okay. Ja. Aber Schlauchnasses Base gefällt mir irgendwie. Okay, wir sehen was anderes. Och du Scheiße, okay. Oh yeah. Er sucht halt den Gegner erst noch, oder? Ja. Er duscht die Mitte? Er duscht die Mitte. Nee, er hat Martin noch nicht gefunden. Jetzt sieht er das TC. Oh yeah. Okay, es gibt echt wirklich den Dusch von Schlauchi. Krass. Okay, wir machen mal ab Minute 7,5 ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Machen wir kurz Pause bei 7,30. Und jetzt würde ich sagen, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Und wir spielen mal
das Spiel auf eine normale Art und Weise weiter ab. Ja, Schlauchi geht in die nächste Zeit. Nee, geht er gar nicht. Der duscht, bevor Dark Age drin ist. Bevor Feudalzeit drin ist. Ja, und jetzt denkt sich wahrscheinlich auch Marty, was ist denn hier am Start? Ja, will hier verhindern, aber der Spot wird nicht verhindert. Ja, und jetzt ist die Frage, wie spielt man das jetzt? Wie spielt man gegen einen Dusch? How to play against a Dusch? Weiß Marty das, ist die Frage. Also der Dusch kommt sehr spät, schreibt Maggie. Und ich bin auch der Meinung, man müsste jetzt theoretisch auf Gold bleiben, nicht nachreparieren. Marty darf aber natürlich auch nicht zu viele Leute verlieren hier, das ist ganz klar. Die muss er natürlich auch irgendwie saven. Aber Martys Idee sollte eigentlich sein... Wenn er ein TC in die Mitte kriegt und einen Markt, aber dafür braucht er halt schon nochmal viel Holz. Ja. Deswegen muss er oben bleiben, muss dann nochmal ein Lumber Camp jetzt bauen. Einfach weiterspielen und locker bleiben, ist Dingo Dynamites Variante. Ja, also ist schon wichtig, dass Schlauchnasses TC hier die Woodland von Marty idelt. Das ist ein guter Move, aber ich glaube auch, dass es sehr spät ist und wenn Marty cool bleibt, kann dir nicht viel passieren. Ja, er ist halt auch nicht in der nächsten Zeit der Schlauchi, ne? Ist schon geschickt, dass er jetzt hier an die Bärenbüsche gegangen ist, ja, aber. Genau, schön, dass er sich viel Wood holt. Das sieht gut aus für Marty. Nein! Jetzt keine Felder, der, oh Gott. Die kann man da schon bauen, aber muss ja auch nicht. Muss man nicht. Man kann auch einfach sich alles kaufen von der Mitte. So, Marty hat zwei Scouts gebaut und die können natürlich auch nochmal Damage machen in Schlauchis Base. Ich würde sogar sagen, da bräuchte vielleicht noch ein paar Scouts mehr, aber es ist ein bisschen schwierig, gerade seine Eco unter Kontrolle zu kriegen. Und die Leute wollen hier immer an diesen Straggler-Tree ran. Marty braucht halt irgendwie einen Lumbercamp. Oh nee, komm, der baut jetzt hier echt Felder. Nein, Marty, ich hab dir gerade gelobt. Ja, okay, ist so. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich finde es ein bisschen schade. Und Marty repariert nach. Und das ist eigentlich der große Fehler, den man meistens macht gegen Dusch. Ja, also man soll nicht nachreparieren. Gut, kommt drauf an. Vielleicht macht Stauchi auch noch ein paar Fehler. Aber es ist natürlich jetzt erstmal gut für ihn. Das gleicht so ein bisschen den späten Dusch aus. Es wird hier geboxt ein bisschen. Das Spiel kann jetzt natürlich auch nervig sein, als Scout agieren, so ein bisschen die Villager eideln, ja, aber er rennt nicht weg. Stirbt. Der Scout von Marty steht da noch rum. Könnte noch ein paar Schafe eideln bei Schlauchnase in der Originalbase. Ja, Marty braucht halt Wood. Definitiv, er braucht Wood, um in irgendeiner Form ein Lumbercamp irgendwo zu bauen. Und das hier ist ein schlaues Gate von Schlauchi tatsächlich. Ja, Marty scheint überfordert zu sein. Ich glaube, es funktioniert, was Schlauchi hier macht. Ja. Ja. Und das TC ist nicht mehr ganz healthy. Er verbraucht wieder mehr Wood, um das zu reparieren. Ja, das ist eigentlich over. Ja, ist over, denke ich auch. Also die Felder sind einfach sehr, sehr teuer. Ja, die wollten immer an diesen Straggler-Tree rüberlaufen, ne? Ja, Wood, ja, Markt in die Mitte, TC in die Mitte und dann schön alles kaufen erstmal. Das ist der Weg gewesen. Ja, schwierig. Ist auch jetzt irgendwie bitter, das anzuschauen. Also diese Strategie ist natürlich auch irgendwie selten, dass die funktioniert. Von daher auch mal vielleicht ganz gut zu sehen, auch im Turnier, wie die funktionieren kann. Wenn man es nicht erwartet, ne? Ja. Klar, sehr, sehr stark. Krass, dass Schlauchnase jetzt hier mit seinem Village schon die Häuser schon abreißt und nicht arbeiten geht. Das ist schon sehr confident, finde ich. Ja.
dass er die nicht arbeiten gehen schickt. Auch krass, Schlauch hatte ja seinen Scout relativ früh verloren. Und wenn der gute Marty es schafft, Sneaky ein TC irgendwo hinzubauen, auch ohne dass das Schlauchi scoutet und sein TC wieder dahinter bauen kann, ist auch sehr schwierig für Schlauchi, das hier durchzuziehen. Aber dadurch, dass Marty immer weiter repariert, kommt er nie auf die 100, Ach, 100 glaubst du, Holz. Schlauchi will jetzt hier noch mal ein TC hinbauen in der Ja, du, Nähe? das ist ja das Ding, ne? Wenn der Gegner ein neues TC baut, baust du einfach wieder eins daneben. Genau. Genau. Und deswegen ist da schon Schlauchnase, um das so ein bisschen zu antizipieren, Der guckt halt. wo Marty hingeht. Ja, Weil jetzt genau. das TC da geht. Ach so, das ist ja nice. Ja. Genau. Deswegen ist er da so aktiv. Ja, genau. Der schaut halt, will jetzt jemand fliehen? Gibt's hier irgendwo eine Holzabgabestelle, Weil von ich der habe ich schon nichts gedacht, nichts warum geht er denn weiß? nicht Ressourcen abbauen und geht da irgendwie, weil das ist ja nicht so effizient, mit Schlauche denen jetzt zu gewinnt fighten. hier, ohne in die Feudalzeit zu kommen. Das hatten wir auch noch nicht. Also. Ja, stark. Und das gibt auch einen schönen Eintrag für die Statistik, ne? Absolut, Strategie. absolut. Wir haben einige Sachen noch nicht aufgeschrieben bisher und jetzt haben wir den Dusch mit drin. Aua, GG, schreibt Ölbert. Ja, und das war tatsächlich ein schnelles. Unter 20 Minuten und eins der schnellsten Spiele bisher im Turnier. Damit haben wir die Perser siegreich gesehen gegen die Byzantiner, die ja eigentlich auch kein schwaches TC haben, muss man mal sagen, ne? Also in den Dusch gegen den Byzantiner zu spielen, ist gar nicht so einfach, weil die haben ja auch schon mehr Lebenspunkte drauf. Also das ist selber eigentlich auch eine Art Dusch-Zivilisation, mit der man das theoretisch sogar spielen könnte. Ja. Ja. 17 zu 1, Kills auch gemacht, ne? Also das ist schwierig. Krass, dass Schlauch in der Situation auch immer noch fast 70 APM hat. Was zur Hölle? Was hat er denn gemacht? Okay. Ja, damit bleibt für Marty. Also ich habe es gerade nicht angezeigt gehabt, Moment, aber ich kann es euch nochmal zeigen hier. Die APM-Statistik, ne? Also Schlauchi mit fast 70 APM in dem Spiel. Ja. Alles Eco-APM, das sind halt die Dorfbewohner, die geklickt werden, klar. Oh Mann. Ja, interessant, unterhaltsam auf eine Art. Ich glaube, Marty hatte so mittel viel Spaß, aber ja. Für Schlauchi ist es das 2 zu 1. Holt sich Wer eine Home-Map. gewinnt Spiel 4? Marty hat Arabien übrig, Kopenhagen wäre von Schlauchi da. Holt sich Marty eine gegnerische Map rein oder ist es tatsächlich Arabien? Wir schauen rein. Es ist Arabien und wir sehen Franken gegen Hunnen auf Arabien. Das klingt nach einem Klassiker. Ja. In Germany we call it a Klassiker. Herr, ich mache bei 10 Sekunden Stopp und dann spulen wir wieder durch Dark Age. Alles klar, haut mal eure Straßenpunkte rein bei so einem Klassiker. Ja, wir werden viele Pferdchen sehen. Okay, zieh runter. Okay, ich ziehe runter. Bei 0 dann, ne? 3, 2, 1, 0. Okay. Schlauchi in Rot mit den Hunnen. Ich glaube, Schlauchi hatte ein bisschen Wut im Bauch, ehrlich gesagt. Weil das erste Spiel lief gut und dann hat er das so blöd verloren auch und so. Ich glaube, der war sauer und wollte sich das einfach nicht noch geben. Er zieht zwei andere Strategien auf Arena mit dem Smash sehr, sehr stark und jetzt auch den Dusch gespielt. Einfach Dinge getan, wo man viel mehr Erfahrung braucht. Und ich glaube, er hat einfach die Schnauze voll gehabt, jetzt Spiele zu verlieren. Und es ist in einem Turnier auch durchaus legitim, einfach zu spielen, so dass man gewinnt. Darum geht es ja auch ein bisschen in dem Turnier, ne? Genau. Ja. Ja, Turnier ist einfach, da gelten andere Regeln. Genau, so im Ranked ist es ein bisschen so, ja toll, jetzt hast du Perser gepickt und so, bla bla bla. Jemanden im Rank zu lame ist also, dann kriegst du nicht seine volle Stärke, aber du willst ja auch, dass dein Gegner dir alles gibt, so, um dich zu trainieren praktisch. Du willst ihn ja nicht von vornherein schwächen. Ja, also ich zumindest ja, wenn du von du sprichst, viele Leute wollen das nicht. Und Aber im Turnier denke ich halt, ja, da lame ich dich, weil da will ich gewinnen.
Ja, also ich finde es legitim, wenn man gewinnen will, halt andere Dinge zu machen. Ich habe dann zwar nicht unbedingt Spaß, ich finde schon, mir tut dann auch der Gegner leid, wenn ich sowas mache. Also deswegen mache ich es meistens dann doch auch im Turnier nicht, aber ich finde es als Admin und so voll legitim, das so zu machen. Ja. Deswegen ist Laming zum Beispiel auch nicht verboten von mir. Also ja, wenn man das so spielen möchte. Ich habe es ja reingeschrieben in die PDF, ist eine Charakterfrage, aber ist nicht verboten. Ja, also Schlauchi mit den Hunden, pusht hier das Tier rein. Idle Time gibt sich so gut wie gar nichts. Franken natürlich auch nach wie vor eine Top-Zivilisation. Hat in unserem Turnier bisher eine relativ niedrige Winrate. Aber in den letzten Spielen haben die dann doch auch immer wieder Wins dann doch kreiert. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hier funktionieren könnte für Marty. An der Zivilisation wird es wahrscheinlich nicht zwingend scheitern gegen Hunden, würde ich behaupten. Also Marty sagt auch, fand es richtig gut von Schlauchi und die beiden haben herzlich gelacht. Ja gut, dann ist ja alles eh fein. Ja, ja, ich meine, wir sind ja auch keine Dryhard-Profis, die hier gegeneinander spielen, sondern spielen Turnier. Probieren Sachen aus. Ist ja auch nicht so, als hätte Schlauch jetzt wahrscheinlich Tag und Nacht hier den Dusch geübt, sonst wäre der auch ein bisschen sauberer wahrscheinlich durchgelaufen. Der hat einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und ja, funktionierte ja auch. Schlauch hier hatte jetzt gerade vergessen, das Gebäude zu bauen. Die Kaserne muss jetzt schnell noch den Säbel hochziehen und ich würde sagen, ab Minute 10 machen wir mal wieder normal schnell. Ja. Und ich bin bei Minute 10. Ja. 1, 2, 3. Und wir sehen bei beiden Stables und Scouts. Überraschung, Überraschung. Franken gegen Hun. Ja, gut gemacht von Schlauchi, dass er direkt den Speer mit nach vorne schickt. Gefällt mir sehr gut. Ja. Er blickt jetzt auch direkt die Base von Marty und der kann hier nicht fertig wollen. Das ist auch sein Main Goal. Also die Kontrolle darüber zu haben, ist auch eine wichtige Geschichte. Grundsätzlich, Marty ist also mit seinen beiden Scouts. Wenn die Lücke hier so campt, gerade mit dem Spear, ist das ganz nice. Definitiv. Marty hat drei Scouts gebaut, geht mit denen aber, glaube ich, auch nach vorne eher. Weiß aber nicht noch nicht, wo Schlauchi ist. Das ist ein Riesenvorteil für Schlauchi, der jetzt einfach mal in der Base gucken kann. Wo sind denn vielleicht vulnerable Stellen? Und er findet direkt die Berries. Noch nicht. Aber jetzt. Das ist kein Best of Three, das ist ein Best of Five, Olli. Und Arabien-Ergebnis weißt du noch nicht, ja, dann ist er mal spannend. Sehr gut. Okay, Schlauchnase geht wieder nach Hause mit seinen Scouts, oder was hat er vor, ja? Lässt den Spear noch bei Marty. Ja, er hat sich jetzt eine lange Wall da ziehen bis zum Kartenrand. Es ist spannend, dass Schlauchi auch so gar keine Anstalten gemacht hat, hier irgendwie mal Hits auf irgendwas drauf zu machen. Ne? Also er ist sehr, sehr passiv mit seinen Scouts und währenddessen macht Marty hier den ersten Villager-Kill. Das sind halt auch nicht wenige Scouts. Und das sind auch vier Scouts, die jetzt in der Base sind. Keine Box-Formation, oder was? Doch. Doch, war nee, Box. Nein. Ja. Ja, jetzt sind, die sind doch gerade. Die sind doch jetzt nicht hintereinander. Ja, vielleicht hat er umgestellt. Ich check's nicht. Berries sind auch offen. Ah, nee, nicht mehr. Noch nicht. So rum. Nächster Walling Villager ist am Sterben und der Spear kämpft gerade auch nicht. Das sind sehr gute Fights für Marty. Ich glaube, den Spear hätte er jetzt sogar noch mitnehmen können. Macht er jetzt auch. Genau. Und an der Woodline ist da offen? Ich glaube schon. Kann natürlich seine Scouts mobil halten, kann nerven. Hier die Franken aus Scouts, natürlich ein Klassiker, aber auf der anderen Seite nur die Hunden. Ja, haben jetzt ihre Scouts nicht so gut einsetzen können, obwohl er einfach die Lücke da gefunden hat bei Marty. Die kann jetzt wieder zuwollen zu Hause. Allgemein hat der Marty dann eine, ja, ganz schöne Base, muss ich sagen. Hat hinten nochmal zwei Goldspots, die er jetzt wahrscheinlich aber nicht erstmal in seine Wall integrieren wird. Bin mal gespannt, wie er da die Wall zieht. Ja, Marty zieht sich zurück, Schlauchi ist heimgegangen, relativ zögerlich der Schlauchi jetzt. Mit einer Minute Idle Time und zwei Eco-Kills ist Marty jetzt in einer super Position, hat fünf Villager mehr momentan. Das ist eine ganz schöne Ecke. Und ja, wie wir Marty kennen, ist bei dem daheim auch die Felder-Eco schon am florieren. Jopp, 16 Felder,
Auf der anderen Seite bei Schlauchi sind es 11. Also, ja, Marty hat sich eine gute Position erarbeitet. Ist auch nach wie vor unterwegs in der Base von Schlauchi. Und ist die Woodline hier tatsächlich offen oder ist die zu? Frage ich mich nach wie vor. Die ist offen. Ach, mittlerweile ist sie so... Nee, die ist zu. Interessant. Ich hätte gesagt, ja, wahrscheinlich ist da noch ein... Hinter der Palisade doch nochmal irgendein Punkt, wo noch... Jetzt geht's in den Spear. Zwei Scouts sind nicht mehr ganz so healthy. Nee, oh, das ja, ist ein Spears. Fight, der nicht gut funktioniert. Vielleicht kriegt er hier nochmal ein paar Hits auf den Villager. Ja, ich glaube, Marty sollte lieber die Scouts zum Scouten benutzen, aber das ist nicht passiert. Er hat daheim auch Stress gehabt, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Hält sich da die Scouts vom Leibe mit seinen 4 Spears, die er da zu Hause hält. Stellt jetzt wieder 2 ab an sein Main Gold und 2 an die Woodline hinten. Kann da vielleicht nochmal ein bisschen zuwollen, gerade an der Woodline. So die Hälfte der Karte nochmal hat er dann für sich. Mhm. Schmiede kommt vorne. Magiewürze. Viel auf Gold für Marty jetzt. 10 Stück, also ja. Will halt hier wahrscheinlich dann die Knights bei dann. Das ist naheliegend, ne? mit der Zivilisation. Ja, klickt als erstes hoch. Ja, Schlauchi. Kann natürlich auch Seed sein, ne? Gegen so einen Hund, wenn er mit in der Cuff Archer erwartet später. Viel auf Gold ist immer gut. Sehr aber es kommt jetzt Dable. Sehr viele Spears dabei von Schlauchi. An sich ein super Move. Marty muss ein bisschen gucken, dass er bei seiner Woodline zu ist, hat aber da auch nochmal 2 Speere stehen. Das ist wichtig an der Stelle. Trotzdem kommen die Small Walls. Funktioniert gut, Marty macht's sauber, kommt ungestört in die nächste Zeit und ist deutlich früher halt da als der gute Schlauchi, der jetzt aber auch einen Willkill mitnimmt unterm TC. Oder auch nicht, er läuft weiter. Ja gut, ist aber trotzdem erstmal nervig. Schlauchi geht immer weiter. Jetzt hol dir doch mal einen Kill hier, Schlauchi. Der ist immer noch nicht tot. Kill den jetzt. Ja. Das kann aber nicht sein, dass er noch lebt. Ja, und so. Die beste Verteidigung. Oh, die Speere, okay. Die Speere haben es dann doch gekriegt. Also das wäre ja auch lächerlich gewesen, tatsächlich. Also was soll das denn? Ja, viele Speere jetzt aber auch von Marty. Und es gibt ihm natürlich Sicherheit. Die Woodline ist wahrscheinlich auch gewollt. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Wenn man sich diese Berge hier anschaut an der Woodline, aber ich denke, da ist zu. Und Marty ist in der nächsten Zeit, während Schlauchi jetzt erst geklickt hat und die Knights kommen raus. Schlauchi könnte hier vielleicht nochmal ein bisschen Stress machen am Gold. Ich finde, Marty hätte hier nicht evakuieren müssen. Ja. Schlauchi ist aktiv mit seinen Scouts. Holt hier alles raus. Auf der anderen Seite 3 Stable Play von Schlauchnase. Mit den Hunden schwierig zu machen, weil man produziert ja sowieso schon schneller. Das heißt, man braucht noch mehr Ressourcen, um das wirklich am Leben zu erhalten, dieses 3 Stable Play. Also 2 Stable mit der Eco, die Schlauchi hat, die wären mehr als genug gewesen zum Produzieren. Da ist die Eco noch nicht drauf ausgerichtet sogar. Also da braucht man eh nochmal 6 auf Gold in der Theorie. Weiteres TC von Marty. So ein bisschen an der Woodline, ein bisschen... Am Gold. Schlauchi holt sich hier vielleicht nochmal einen Eco-Kill. Ja, sieht gut aus. Und Marty hat jetzt aber auch die Knights auf dem Feld. 5 Stück. Und die sollten jetzt eigentlich auch einfach mal offensiv gehen, glaube ich. Genau. Und die lange Zahnstocher-Wall da, die hält natürlich auch nicht lange. Die Knights fern. Jetzt gibt es da nochmal einen Tiger, der kommt auch mit. Alles klar, auf der anderen Seite... Vault-Schlauchnase nochmal vorne bis zum Wald und ja, seine Triple Stable müssen jetzt natürlich hier auch erstmal ein paar Einheiten produzieren, die das Ganze abwehren. Ja, nach Wall-Versuch, falsche Wall jetzt, die richtige, aber nur einer. Marty kann da rein, wenn er Bock hat. Ja, Stonewalls kommen. Ja, aber nicht an der einen Stelle. Da müsste Schlauchnase nochmal korrigieren. Ja, da war eine Palisade schon dahinter, aber ja. Da hätte Marty echt rein können, da war er nicht so wachsam, schade. Aber auch das ist schon Eco-Damage, ne? Hier sind gerade 4 Leute, die irgendwelche Sachen versuchen zu reparieren. Und Marty wird früher oder später hier reinkommen mit der Knights-Masse.
Ja, auch gefährlich, ne? Die zwei Skarzer von Schlauchnase bei Marty hinten drin. Hat da aber noch drei Spears. Oh, da ist gar nicht zu. Bei dem Speer, bei dem Tor. Jetzt ist die Armee von Marty so ein bisschen gesplittet. Müsste hier zusammenkämpfen. Macht er jetzt auch so halbwegs, aber irgendwie auch nicht so richtig. Die Upgrades sind momentan noch gleich. Bei Schlauchi kommt das +2 Upgrade gleich erst rein. Schlauchi hat hier die Nachproduktion vor Ort. Hat hier die bessere, hat hier den besseren Fight. War wichtig, vielleicht doch die drei Stables zu haben und einfach schnell produzieren zu können. Währenddessen versucht Marty so ein bisschen den Eco-Damage noch rauszuhauen. Kriegt hier nochmal einen Will-Kill. Oder auch nicht, weil er zurückgeht. Ja. Also Knights gegen Knights, klassisch. Auf der einen Seite nochmal ein paar Spears von Marty, die ja zu Hause sich jetzt vielleicht noch um die Scouts hier kümmern, die von Schlauchnase nochmal hier zum Raiden geschickt wurden. Schlauch geht Aber auch einfach Schlauchnase, vor. Spannend. ja, hält die Scouts am Leben. Interessant. Jetzt ein Marty hat die Fight. bessere Echo, ne? Ist Marty näher an der Produktion. hat jetzt auch das Upgrade, das Offensiv-Upgrade, deswegen gehen die Fights ähnlich aus. Holt sich den Hügel hier. Ja, und damit ist Marty wieder am swingen nach vorne. Ja, Und und das ist ein Schlauchnase, wie Spiel. du gesagt hast, ne, kann die Stables nicht so richtig unterhalten auch. Ja. Einfach teuer. Ich bin trotzdem nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm, das so zu spielen, weil man vergisst immer mal wieder nachzuproduzieren und das kann man dann quasi aufholen, wenn man eh. Also statt dass man irgendwie 200 Holz auf der hohen Genau. Kante hat, bau lieber einen dritten Stable und wenn du mal vergessen hast zu produzieren, produzierst es halt wieder nach. So. Ja. Finde ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Auf jeden Fall. So, der Fight Oh, hier. nochmal ein TC von Marty. Krass. Drei TCs, ein TC von Schlauchi, das ist halt auch ein großer Unterschied. Schlauchi ist hier quasi, verteidigt seine Base, aber auf der anderen Seite kann Marty offensiv ab und zu gehen und hat die bessere Eco dahinter. Schönes TC hier auch an einem Goldspot noch. Das ist nach dem Scoutrush immer weiter auf Martys Seite das Spiel. Und Schlauchi kann eigentlich nur durch ständiges Nachproduzieren hier überhaupt noch im Spiel bleiben. Die Monastery finde ich gut. Trotz allem die Frage, wie lange kann Schlauchi das aufrechterhalten? Denn die Eco dahinter, die wird natürlich in irgendeiner Form auch mal eine Rolle spielen nach einer Weile. Macht Marty echt gut. Hat auch viel Holz wieder. Spannend, dass Schlauchi einfach sagt, ja, ich gehe einfach trotzdem nach vorne. Wer will den Stress nicht in seiner Base haben und opfert eventuell seine Armee dafür? Ja, er muss irgendwie was bringen jetzt, ne, in die Richtung. Also finde ich ein guter Move. Aber die Knights zu verlieren wäre eine andere Geschichte. Marty quartiert nicht ein, also es ist tatsächlich ein bisschen Eco-Damage, der hier reinkommt Ja, für. wenn er Value dafür kriegt, okay. Ja, nicht viel. Das auch offen. Aber zwei Eco-Kills hat er jetzt nochmal gekriegt dafür. Verliert aber dafür seine komplette Armee. Und jetzt Siege Workshop von Schlauchnase. Und das ist halt erstmal nochmal teuer auf einem TC. Und gegen was? Gegen die Skirms mit Scorps oder wie? Also sehr, sehr teuer. Wenn man bedenkt, dass Ritter auch traden gegen Skirms, gegen Pikes, meine ich. Nicht Skirms, Pikes. Ist hier noch ein Pike gegen Nightfight, der gut für die Knights ausgeht. Da ist einfach genug Upgrade drauf. Marty auch schon auf Steine. Gar nicht mal Weiterhin knapp. viel, viel Holz. Könnte das in Felder stecken? Vielleicht auch mehr Häuser? Schlauchi macht es gut, splittet seine Armee, holt hier alles raus, hat sich sehr viel Zeit gekauft dadurch, dass er jetzt hier offensiv gegangen ist. War ein guter Move. Aber er ist natürlich trotzdem. Auch wenn es militärisch okay ausschaut für ihn, 20 Wills hinten. Vorne gibt es eine Bekehrung. Das erste Scorp, ja, wir sehen Scorps. Aber das ist sehr teuer. Also mal gucken, ob das klappt. Don't bring a pike to the knife fight. Ja. Drei Barracks von Marty sind außerdem auch in Planung. Ja, Marty gerade so ein bisschen zögerlich mit der Nachproduktion gewesen.
Ja, er hat viel Ressourcen, die muss er jetzt erstmal aufs Feld bringen. Er kann sich bald eine Castle leisten, hier jetzt oder jetzt in dem Moment. Ist da nicht offen? Ich dachte kurz, da ist offen. Da ist doch immer noch offen, oder? Da war doch vorhin auch schon offen. Kann Martin nicht Also einfach den rein? Switch auf Infanterie, der ist krass. Der ist mutig. Könnte Schlauchnase so ein bisschen Hoffnung geben, der jetzt hier natürlich ein bisschen zu zurückliegt. Also 20 Builds, das ist kein Pappenstiel. Da kommen noch mal ein paar Knights und klopfen an die Schmiede. Infanterie-Upgrades hier auch für den Hunnen. Krass, was hat er denn vor? Ja, Martin muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht so viel Damage hier immer wieder frisst. Und er ist sehr beschäftigt auf der Map. Also Schlauchi macht es gut, Martin hier zu beschäftigen. Bei Martin macht es auf der anderen Seite gut, seine Eco weiter auszubauen. Hat die deutlich besseren Eco-Upgrades. Man sieht es auch, fast vier, na gut, 3.500 mehr Ressourcen gesammelt insgesamt. Aber die Fights, die Martin nimmt, sind oft so, dass seine Armee nicht komplett an einer Stelle ist. Ne? Hier sind Knights in seiner Base, die nicht mitkämpfen. Und so Zeug. Also Marty könnte viel bessere Fights gerade momentan Er nehmen. könnte auch doppelt so viel Army haben, ne? Also Genau. könnte da eine Castle stehen haben. Oder Das zwei. ist. Jetzt kommt die Castle. Bisschen, ja, sie geht halt da hoch, ne? Jetzt ist natürlich schon, muss man irgendwie auch respekten, was da Schlauchnase stehen hat. Gerade mit den zwei Scrubs dahinter nochmal. Ja, spannend. Ich glaube, Marty hat einfach nicht, sieht nicht so richtig, dass seine Armee da hinten noch ist. Dass er nochmal richtig viele Ritter da rumstehen hat. Nimmt jetzt aber auch einen Fight, der so okay ist. Ah, jetzt merkt. Nee, er rennt einem Knight hinterher. Dadurch kommen vielleicht seine Knights wieder ins Spiel. Also dieser eine Knight, der hier raiden wollte von Schlauchi, ist vielleicht sein Schlauchis Untergang. Wobei Schlauchi hier vorne einen guten Fight nimmt. Wobei jetzt vom Hügel nimmt Marty wieder den besseren eventuell. Es sind auch ein paar. Okay, wir schauen mal. Es ist ein enger Fight, alles in allem, ne? Der Hügel spricht für Schlauchi. Ja. Also gerade der Hügel, wo die Waffenschmiede draufsteht, ist, glaube ich, auch, der ist ganz wichtig. Ja, denke ich auch. Und das ist doch ganz gut für Schlauche jetzt gelaufen, ne? Wenn man auch vom Definitiv. Score jetzt so mal drauf guckt. Gut aufgeholt. Absolut. Villager-mäßig wieder geschrumpft hier, der Vorsprung von Marty. Ja, mir gefällt es nicht, dass Marty, jetzt wo er Imp geklickt hat, aufgehört hat, Knights zu bauen, weil er hat die Ressourcen, um Knights zu bauen. Und er hat auch gute Knights nach wie vor als Franke. Genau, oder einfach mal Lightcap hinten reinklicken, irgendwas, um den Gegner halt ein bisschen beschäftigt zu halten. Produziert weiter die Pikemen, Pikemen, Pikemen. Ja, aber viel Damage passiert jetzt auch nicht. Marty hat aber auch irgendwie außer Pikemen gerade keine Produktion am Laufen. Jetzt fängt die Echo wieder an, so ein bisschen was zu tun. Währenddessen versucht Schlauch hier einen Push aufzubauen. Und ja, Marty sollte einfach Er muss versuchen, jetzt halt nicht zu irgendwie. sterben, aber ja, gut, der Ja. Push hier es ist einfach mehr Armee für Schlauchi momentan. Genau, und da darf nicht mehr Siege kommen, weil diesen Hügel da zu erklimmen gegen Scorps und sowas wird schwer. Auch dieser Pfeil ist eigentlich schon ganz gut für Der Schlauchnase, ist super für wenn die Scorps Schlauchi. mal schießen Ja. würden. Scorps schießt leider nicht. Marty fängt jetzt wieder an, Knights zu produzieren, das gefällt mir gut. Ja, Marty könnte nochmal drei Castles bauen in seine Base, wäre auch eine Idee noch. Um das hier aufzuhalten. Ja. Aber es ist viel los. Er wirkt beschäftigt, der gute Mann. Imp ist drin. Und ich hoffe, es kommen auch Imp-Upgrades für die Armeen. Chef kommt. Das ist eine Richtung, die mir gut gefällt. Bei Marty könnt ihr auch drüber nachdenken, dann seinen Stein auch einfach zu verkaufen. Also dann geht er halt Paladin. Oh, gute Raids hier von Schlauchi, auch in der Woodline. Ah. Unbemerkt. Also Villager-technisch Schlauchi zum ersten Mal vorne in dem Spiel. Marty ohne genug Armee. Hat nicht die Armee, um hier irgendwas zu fighten. Das untere TC fällt. Marty hat keine Eco, die geschützt ist momentan hier. Das sieht bitter aus und ich würde nicht sagen, dass es schon vorbei ist an der Stelle, aber Schlauchi bleibt im Spiel.
und ist Ja, am viel Drücker. Potenzial durch das ganze Stein, das sie halt einfach nicht in Verwendung gefunden hat. Absolut. So Bogen würden ja auch vom Raiden abhalten oder Stonewalls. Also, und jetzt kommt der erdrückende Raid hier gerade durch diesen Hügel, durch den Siege dahinter nochmal ran und 44 gibt's vorne Villager nur noch auf dem Feld. Gnomes. Boah. Ja. Und halt auch nervige Pikes von einem Hund, was man jetzt Und so gar nicht erwarten da würde. kommt das GG rein und Schlauchi holt sich hier das GG, ja. 3-1. Das war ein interessanter Spielverlauf. Also ein bisschen so analog Ganz, zu Spiel ganz 1 interessant, umgekehrt. ja. Ja, da Ja. hat Marty jetzt mal nicht die PS aufs Feld bekommen, ne? Ja, absolut. Also so ein bisschen der spiegelverkehrte Spielverlauf von Spiel 1, bei dem Schlauchi in so einer Position war. Schöne Games, aber Marty hat sich super geschlagen. Ich denke, Absolut. Schlauchi war hier eigentlich der Favorit, wenn ich mal so das letzte Turnier auf jeden Fall mal in Betracht ziehe. Ja, würde ich auch sagen. Schlauche hier schon in der Favoritenposition, aber man muss sagen, Marty war letztes Mal im Silberfinale und hat sich auch hier sehr, sehr stark präsentiert. Also da war ein Entscheidungsspiel zumindest, war definitiv drin. Kann ich noch in Bronze wechseln? Man sollte nicht vergessen, Schlauche sollte eigentlich in Gold sein. Ja, ist viel Konjunktiv in dem Satz. Muss man sagen. Ja, so ist es nicht, aber Schlauchi ist dafür auf dem Weg Richtung Köln. Nice. Ein Schritt weiter. Die Tabelle rechnet noch. Ich weiß nicht, warum die da so viel Probleme mit hat, wenn ich einfach nur Ergebnisse eintrage. Aber naja, wahrscheinlich ist es die bedingte Formatierung hier, die irgendeinen Quatsch macht. Marty hat den Weg dadurch in das untere Bracket gefunden und ist jetzt mit Diego in einer Begegnung gelandet. Also Marty McFu gegen Diego ist eine Begegnung. Wird eine schwere Begegnung für Diego, nach dem, was ich hier gerade gesehen habe. Ja. Also heute hat diese Tabelle echt irgendwie ein Thema. Verliert die ganze Zeit die Verbindung. Naja, Schlauchi hat es auf jeden Fall ins Halbfinale in Silber geschafft. Herzlichen Glückwunsch und auch tatsächlich so ein Stück weit standesgemäß. Old Fishmask oder Jonathan könnten danach ziehen. Jürgen, Sascha spielen noch, Hobitas und Zonki spielen auch noch. Lauter enge Matches. Auch da finde ich es ganz schwierig zu sagen, wer kommt denn da in die nächsten Runden. Ja, also ich meine, Old Fishmask Jonathan, klar, wie im Qualifier auch, Jonathan schon auch in der Favoritenrolle, aber wir haben ja gesehen, was im Qualifier auch passiert ist, dass Old Fishmask da ein Spiel gegen ihn holt und ihn in einem Best of One dann einfach besiegt, ja. Und Hobitas gegen Zonki, die beiden haben beide su einen super Eindruck gemacht bisher, beide mit einem sehr, sehr kafflastigen Spielansatz, wobei man von Zonki auch schon Arte gesehen hat, von daher mal gucken. Und Jürgen gegen Sascha, das sind eigentlich zwei, die auch in Gold definitiv gehören, eigentlich auch, ne? Das muss man auch sagen. Also die könnten locker in Gold sein. Ja. Ja. Problem ist halt, dass der Hunne durch die schnelleren Ställe immer mehr Ritter auf dem Feld haben wird und der Franke einen Stall mehr braucht, theoretisch. Jein, weil das ist erst wahr, wenn der Hunne die Ställe auch unterhalten kann. Und wenn Marty durchproduziert, was er am Anfang gemacht hat und vielleicht ein, zwei Fights ein bisschen geschickter nimmt, kommt der Hunne auch gar nicht in die Position, so eine gute Eco zu haben. Aber hat ja geklappt und dann wird es schwieriger. Ja, also Hunne natürlich super stark, wenn sie mal die Eco dahinter haben. Die schnelle Produktion hilft sehr. Definitiv. So, Schlauchi hat Bock und will Gas geben. Also, der will hier Richtung Köln gehen. Gut. Frank hat auch immer die bessere Eco. Ja, das stimmt. Ja, automatisch, ne? Felder-Upgrade for free, die Berries knallen am Anfang schon rein. Ja, du hast quasi Bloodlines for free. Also es ist schon automatisch so, dass du eine gute Position als Frankenspieler hast. Ja, definitiv. Gut, also ich bin auch dafür, dass Schlauchi hier einen guten Weg macht. Der hat genug
genug Scheiße fressen müssen bisher im Turnier. Der Ja, darf ruhig mal ja, ein paar ja. Games gewinnen hier an der Stelle. Und Ja. er hat auch immer unterhaltsame Games, muss ich sagen. Also Total, so, total. wenn Schlauchi spielt, gibt es immer was zu sehen. Das lohnt sich einzuschalten, wenn Schlauchi spielt. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass der nur Meta spielt. Wir haben jetzt heute Siege Monkrush gesehen auf Arena. Wir haben einen Dusch von ihm gesehen. Also, ja, ist unterhaltsam. Habe ihn gerne im Turnier. Schlauchi zu Recht im Halbfinale in Silber. Aber Martin natürlich auch mit sauguten Chancen hier noch zumindest ein fünftes Game sich zu holen. Die waren da, die Chancen. Aber Marti hat ja nach wie vor auch einen Weg, der möglich ist, um ihn weiter in Richtung Köln zu kriegen. Also ich glaube, Marti hat schon auch Bock, nochmal im Silberfinale zu stehen. Und der Weg ist ja nicht unmöglich. Letztes Mal, glaube ich, Marti auch relativ früh rausgeflogen oben und sich dann we den Weg unten weiter gebahnt. Also jetzt auch kein Weg, der Marti unbekannt ist. Und es kann auch ein Vorteil sein, unten einfach relativ viele Spiele zu machen und dann eingespielt zu sein. Das unterschätzt man auch so ein bisschen. Das untere Bracket kann auch eine Chance sein. Ja. Ja. Gut. Timetable. Also, ja. Wir haben am Donnerstag Elomi gegen Goldi. Jeromi. Goldis. Genau. Es wird gecastet von Gobot. Jawohl. Der hat schon gesagt, er macht's. Und mal gucken, was passiert. Versuche selbstbewusst zu klingen an der Stelle. Ja. Ja, warum auch nicht? Genau. Rede ich mir weiter ein. Wer castet dann in Köln, wenn du hier durchmarschierst? Ja, es ist mir egal. Ich Du habe schon musst noch ja irgendwann mal Bock. verlieren, oder? Nö, muss ich nicht. Was soll denn das jetzt hier? Ja, aber dann bleibt die Couch leer. Ich kann auch Silber und Bronze casten und jemand anderes castet Gold. Das ist schon okay. Also, ich habe schon Bock, auch im Finale zu spielen, klar. Na gut, okay, let's go. Also, ich spiele schon Turniere auch, um gut abzuschneiden. Also, ob das jetzt Köln wird, weiß ich nicht. Da ist viel dazwischen. Und Goldi war bei mir eigentlich immer Endstation. Von daher ist es schon auch ein kleiner Pep-Talk, den ich hier gerade mache. Aber, ja, also jetzt nicht so, als wäre ich jetzt komplettes Kanonenfutter. Von daher soll Goldi mal gucken, was er drauf hat. Und ich schaue auch, was ich drauf habe. Und dann schauen wir, wer rauskommt am Ende. Wir Genau. haben bestimmt geile Games mit einer guten Stimmung. Ja, Kann ich ich mir hoff's. vorstellen. Ich hoff's. Was ist mit Old Fishmask gegen Mattes Last Game? Ist schon durch. Die Last Games sind gespielt. Kann ich dir auch kurz zeigen. Es ist 3:1 ausgegangen für Old Fishmask. Und der steht jetzt gegen Jonathan hier im Viertelfinale. Ja, Magi sagt schon, es wird sich bestimmt auch jemand finden, der diese Spiele castet, falls ich dann doch im Finale stehen sollte. Aber ganz ehrlich, allein darüber zu reden, macht mir schon Angst. Das naja, da muss schon viel passieren, dass ich da im Finale lande. Hertie, du kennst doch diese Sorrentine, oder? Ja, Sollen wir die mal genau. raiden? Komm. Lass doch da hingehen. Ab zu Kerstin, die hatte auch überlegt mitzuspielen tatsächlich im Turnier, hat dann aber abgesagt. Ja, Oh, hast du die lass gefragt, liebe Siri? Grüße da. Ja, ich habe mal einfach rumgefragt. Ne? Ich wollte so ein bisschen auch die weibliche Quote in unserem Turnier erhöhen und auch ein bisschen mehr Visibility und so, dass es nicht die üblichen Leute immer nur sind, die man sieht. Und auch ein paar Leute, die streamen, mit an den Start bringen und einfach nette Leute, die man auch so ein bisschen kennt und unser Elo-Bereich sind. Ne? Da habe ich einfach mal wild rumgefragt, Hobitas gefragt, Bass gefragt, Leo, Caro und so und ja, auch Ja, ich habe Sorrentin einmal habe gegen ich gefragt. Sorrentini gespielt und verloren, ne? Ja, die ist gut. Naja. Streamt sie denn gerade auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Der Eng Titel ist Englisch. Von daher weiß ich nicht. Ja. Nee, eigentlich immer auf Eigentlich Englisch, macht die doch wenn es immer auf Deutsch Englisch, ne? ist. Ja, genau. Naja. Naja, wir gehen mal rüber zu Sorrentin. Viel Spaß bei ihr und einen schönen Abend euch. Tschüssi. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Dankeschön.